Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Namen des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes ganz herzlich zu diesem Premierennachmittag, den wir haben. Eigentlich hätten wir jetzt um diese Zeit unsere Verbandsversammlung in Bremen abgehalten und wären da jetzt so in die letzte Runde eingelaufen. Stattdessen jetzt Online-Konferenz. Das ist die erste Online-Konferenz des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes. Wir sind alle sehr gespannt und neugierig und auch ziemlich aufgeregt. Dann das nächste ist, dass wir uns mit einem Gesetzentwurf, einem Referentenentwurf genau genommen, beschäftigen. Den hat es in der letzten Woche zur Stellungnahme gegeben für eine Stellungnahmefrist von glatt 2 Tagen. Das ist sicherlich auch nicht so richtig häufig, dass eine solche kurze Frist nur eingeräumt wird. Und dann ist dieses auch heute die Veranstaltung des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes mit der kürzesten Vorlaufzeit. Wir haben uns am Kar-Samstag dazu entschieden, diese Online-Tagung heute durchzuführen. Und schon heute sitzen wir hier in der Bucerius Law School, die uns freundlicherweise diesen Raum und ihr ganzes Equipment zur Verfügung gestellt hat, um diese Veranstaltung durchzuführen. Worum geht es? Ich habe es schon gesagt, es geht um den Referentenentwurf zu Corona-bedingten Änderungen am Arbeitsgerichtsgesetz. Der erste Referent, Eberhard Natter, wird uns diesen Referentenentwurf näher vorstellen bei seinem Vortrag. Deshalb kann ich mir ersparen, da einzuführen. Ich kann nur sagen, dieser Referentenentwurf ist so auch relativ kurzfristig erstellt worden, dass wir noch vorgestern Anrufe bekamen und Anforderungen von Arbeitgeberverbänden, die diesen Referentenentwurf auch gerne mal sehen wollten. Wir haben das natürlich gerne dann erfüllt, diese Wünsche der Arbeit. Geberverbände. Der Arbeitsgerichtsverband selbst hat keine Stellungnahme abgegeben zu dem Gesetzentwurf. Das hat gute und einfache Gründe. Die Meinungen im Arbeitsgerichtsverband zu diesem Referentenentwurf, zu den geplanten Änderungen gehen so weit auseinander, dass wir dann, das ist gute Übung im Verband, keine Stellung dazu genommen haben. Das entspricht den unterschiedlichen Meinungen, die es in der Richterschaft gibt, die es bei Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, bei Anwältinnen und Anwälten und auch in der Hochschullehrerschaft gibt. Aber umso wichtiger ist es, finden wir, dass wir heute diese Veranstaltung durchführen, bei der es darum geht, einmal über diesen Entwurf zu informieren und verschiedene Meinungen dazu zu hören. Ich danke jetzt schon den Referenten, die Sie gleich hören werden, dass sie bereit waren, so kurzfristig an dieser Veranstaltung mitzuwirken und auch um einen ersten Meinungsaustausch zu organisieren und damit eine Meinungsbildung auch ermöglichen. Hier ist der Versuchsaufbau so. Ich habe schon gesagt, wir sitzen in der Bucerius Law School. Hier, wo ich sitze, werden gleich Matthias Jacobs und Birgit Voskühle als Moderatorin und Moderator sitzen der anschließenden Veranstaltung. Das ist alles gut geschützt. Ich klopfe hier jetzt mal links gegen die Plexiglasscheibe, diese Atemschutzscheibe. Die schützt die beiden also auch voreinander. Das ist manchmal wichtig, dass das geschieht. Und falls ungefragt Gäste kommen können, haben wir für die auch noch eine Atemschutzvorrichtung, die ich dann hier schon mal hinstelle. So viel Vorrede von mir. Zunächst möchte ich dann den ersten Referenten ankündigen. Das ist, ich muss mal eben auf meinen Spickzettel gucken, nicht, weil ich den ersten Referenten nicht kenne, den kenne ich sehr gut. Das ist Eberhard Natter vom Landesarbeitsgericht Stuttgart, der Präsident. Wer als er sollte berufener sein, uns hier den Gesetzentwurf, den Referentenentwurf vorzustellen und dessen Grundzüge zu erläutern? Denn Eberhard Natter hat mit Kolleginnen und Kollegen aus der Arbeitsgerichtsbarkeit in Baden-Württemberg die Vorlage für diesen Referentenentwurf mit erstellt und kann deshalb viel besser als ich erklären, wie die Inhalte zu verstehen sind und was genau Anlass dieses Entwurfs ist. Eberhard Natter ist seit 2010 schon Präsident des Landesarbeitsgerichts in Stuttgart und hat vorher viele Stationen schon absolviert in seinem Berufsleben, die ihn auch besonders qualifizieren, heute tätig zu werden. Hier, er war im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und er war wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesarbeitsgericht. All das lässt es wunderbar erscheinen, dass er uns hier gleich mit dem ersten Referat hilft. Danach übernehmen dann nach diesem Referat von Eberhard Natter
übernehmen dann Birgit Voskühler und Matthias Jacobs, denen ich hier auch schon danke an dieser Stelle. Ihnen allen wünsche ich eine gelungene Veranstaltung mit viel Freude, mit interessanten Beiträgen. Eberhard, dir schönen Dank, du hast das Wort. Ja, lieber Helmut, meine sehr geehrten Damen und Herren im virtuellen Zuhörerraum, zunächst einmal, was für eine tolle Idee des Verbandes, zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Online-Tagung durchzuführen. Man sieht, die Krise bewirkt trotz ihrer heftigen Auswirkungen einen Technologieschub. Und welches Thema könnte eigentlich für eine Online-Tagung geeigneter sein als unser Thema Arbeitsgerichte als Online-Courts? Fragezeichen. Auf den ersten Blick ein sehr technisches Thema, aber die Diskussion läuft geradezu emotional quer durch die Arbeitsgerichtsbarkeit, durch die Anwaltschaft und durch die Verbände. Der Verband hat mir das Recht des ersten Aufschlags zugebilligt und als Tennisspieler weiß ich das sehr zu schätzen. Der Grund ist mir natürlich klar, die in der Presse immer wieder zitierte Richterinitiative stammt aus Baden-Württemberg und sie setzt sich dafür ein, dass die rechtlichen Möglichkeiten für Verhandlungen im Wege der Videokonferenz erweitert werden. Und weshalb das so ist, das lässt sich sehr einfach erklären. Die Arbeitsgerichtsbarkeit Baden-Württemberg ist eine digitale Gerichtsbarkeit. Seit April 2019 setzen wir flächendeckend die elektronische Akte ein. Und damit sind wir mit der Technik natürlich ganz gut vertraut. Ich möchte mein Statement mit einer ersten ganz kurzen Feststellung einleiten. Ich bin ein überzeugter Anhänger der klassischen mündlichen Verhandlung. Sie ist eindeutig am besten geeignet, um in Rede und Gegenrede das Rechts- und Vergleichsgespräch zu führen und die Sache anschließend mit den ehrenamtlichen Richtern zu beraten. Und damit komme ich aber gleich zu einer zweiten Feststellung. Es treibt uns in Baden-Württemberg eine große Sorge um. Und es ist die Sorge, dass die Eingänge aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie erheblich steigen werden. Und es geht bereits im April deutlich nach oben. Es kommt dazu, dass wir aufgrund der sechswöchigen Verhandlungspause ca. 6.000 Verfahren landesweit haben, die noch nicht erledigt sind. Und die Zahl der unerledigten Verfahren wird von 13.000 auf ungefähr 20.000 Verfahren hochschnellen. Was hätten meine Kolleginnen und Kollegen in dieser Situation gemacht? Sie hätten buchstäblich die Ärmel hochgekrempelt und statt 100% auch mal 120% geleistet. Und ich habe das in den wirtschaftlichen Krisen der früheren Zeit immer wieder erlebt, dass im arbeitsrichterlichen Marathonlauf einfach mal ein Zwischensprint eingelegt wurde. Aber wir werden eingebremst. Wir müssen in den Sitzungssälen Schutzvorkehrungen treffen, um einfach die Gefahr von Ansteckungen zu minimieren. Und bitte bedenken Sie, dass in einem üblichen Güteterminstag Dutzende von Personen anwesend sind, wenn auch nicht zeitgleich. Und damit besteht nach den Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts ein hohes Infektionsrisiko. Die Folge ist, wir werden die kleinen Sitzungszimmer nicht mehr nutzen können und werden auch in den größeren Sitzungssälen Verhandlungstakte deutlich verlängern müssen. Vermutlich werden die meisten Kolleginnen und Kollegen statt im 20-Minuten-Takt Güteverhandlungen im 40-Minuten-Takt durchführen. Und das in weniger Sitzungssälen als früher. Die weitere Folge ist, und ich glaube, dass diese Nachricht noch nicht überall angekommen ist, wir werden unsere Verhandlungskapazitäten verringern müssen, obwohl wir sie eigentlich erhöhen müssten. Ich kann Ihnen nur nicht präzise sagen, wie viel Prozent sich die Verhandlungskapazitäten in Baden-Württemberg verringern werden. Vielleicht kommen wir noch auf 70-80%, aber eigentlich bräuchten wir ja 120%. Und das wird das zur Folge haben. Der Arbeitsgerichtsprozess ist viel stärker als der normale Zivilprozess auf eine Beschleunigung ausgerichtet. Meist werden ja innerhalb der ersten 8 Wochen der Verfahren 2/3 der Rechtsstreitigkeiten erledigt. Und wenn es uns nicht gelingt, einen beträchtlichen Anteil der Verfahren in den ersten Wochen des Rechtsstreits zu verhandeln, dann hat das gravierende Auswirkungen für die Gerichte und für die Parteien. Die Zahl der unerledigten Verfahren wird nach oben schnellen und die Terminierungsfristen werden sich erheblich verlängern. Und das ist einfach ein unerfreuliches Szenario. All das bedeutet, dass wir gerade für die erste Instanz krisenbedingt eine alternative Kommunikationsform mit den Parteien benötigen. Die Corona-Pandemie wird nach allen Verlautbarungen der Wissenschaft nicht in wenigen Wochen beendet sein.
Wir müssen damit rechnen, dass unsere Verhandlungskapazitäten auf Monate hin begrenzt sein werden. Und einen nochmaligen Shutdown kann auch niemand ausschließen. Ja, in dieser Situation entstand in Baden-Württemberg die Idee, Verhandlungen wegen der Videokonferenz nicht als Ersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der klassischen mündlichen Verhandlungen anzubieten. Die Idee war, wir laden die Parteien virtuell in das Dienstzimmer des Vorsitzenden ein. Man ist damit nicht an Sitzungssäle gebunden und kann trotz der beschränkten Kapazitäten mehr Verhandlungen durchführen. So ist der Gedanke gewesen. Und das alles natürlich beschränkt auf den Zeitraum der Corona-Pandemie. Da fiel unser Blick zunächst mal auf die Vorschrift des Paragraphen 128 Klein a der Zivilprozessordnung. Und danach kann das Gericht den Parteien und ihren Bevollmächtigten, Zeugen, Sachverständigen gestatten, an der Verhandlung an einem anderen Ort als im Sitzungszimmer teilzunehmen. Und die Verhandlung wird dann in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer übertragen. Diese Verhandlungsform ist bei den Gerichten nicht weit verbreitet, weil es schlicht an der erforderlichen technischen Ausstattung der Sitzungssäle fehlt. Denn die Technik müsste ja nicht nur ermöglichen, dass das Gericht mit den Parteien außerhalb des Sitzungssaals kommunizieren kann, sie müsste auch hergeben, dass alle Verfahrensbeteiligten, einschließlich der Zuhörer, die vermündliche Verhandlung mitverfolgen können. Und dazu genügt eben ein mit einem Video Tool ausgerüsteter Laptop nicht. Es müssten mehrere Kameras, Mikrofone und vor allem ein großer Bildschirm im Sitzungssaal angebracht sein. Und es ist, ich will es mal so bezeichnen, große Technik erforderlich. Wir haben daher nach einer Lösung gesucht, die mit kleiner Technik auskommt. Also ein Laptop, ein stationärer PC mit Kamera oder ein Tablet und eines der verbreiteten Videokonferenzsysteme. Und solche Rechner haben ja viele. Und ein Videokonferenzsystem hat man in der Landesverwaltung Baden-Württemberg Mitte März auch freigeschaltet. Und es funktioniert im internen Verkehr ganz passabel, im externen weniger gut, weil es häufiger abgeblockt wird von den Firewalls der Konferenzpartner. Aber wir wissen, es gibt Besseres und die Handhabung ist mehr als einfach. Der Konferenzpartner erhält eine E-Mail mit einem Link. Er klickt auf diesen Link, er muss selbst kein passendes System vorhalten und nach dem Klick auf diesen Link öffnet sich der virtuelle Verhandlungssaal. Ja, wie Sie nun alle wissen, hat der Bundesminister für Arbeit und Soziales mit Schreiben vom 14. April 2020 die Verbände und Länderanhörung zu einem von Herrn Dr. Lause erwähnten Referentenentwurf vorgelegt. Der ist noch nicht innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und der hat folgenden komplizierten Titel. Ich lese es vor. Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Funktionsfähigkeit der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit während der Covid-19-Epidemie sowie zur Änderung weiterer Gesetze. Und dieser Referentenentwurf enthält eine Regelung in einem neuen Paragraphen 114 Arbeitsgerichtsgesetz. Und danach soll im Arbeitsgerichtsgesetz über den besagten Paragraphen 128a ZBO hinausgehend die Möglichkeit geschaffen werden, dass die ehrenamtlichen Richter an der mündlichen Verhandlung mittels Videokonferenz teilnehmen können. Und außerdem sollen die Arbeitsgerichte anordnen können, dass die Parteien, ihre Bevollmächtigten, ihre Beistände, Zeugen, Sachverständige auch an der mündlichen Verhandlung im Wege der Videokonferenz teilzunehmen haben, sofern sie die technischen Voraussetzungen in zumutbarer Weise vorhalten können. Die Voraussetzung soll in beiden Fällen sein, dass eine vom Deutschen Bundestag festgestellte epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 des Infektionsschutzgesetzes vorliegt. Und in diesem Fall sollen die Arbeitsgerichte auch die Öffentlichkeit abweichend von § 52 des Arbeitsgerichtsgesetzes ausschließen können, wenn der erforderliche Gesundheitsschutz nicht anders gewährleistet werden kann. Und wichtig ist, die Regelung soll nur für den zeitlich begrenzten Zeitraum bis zum 31. Dezember 2020 gelten. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Prozessbeteiligten, aber auch als Beitrag für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Arbeitsgerichte stehe ich voll und ganz hinter der Zielsetzung dieser Notfallgesetzgebung. Über die Ausgestaltung im Einzelnen muss man reden, daher kurz zu den einzelnen Vorschriften. Absatz 1 der Vorschrift erlaubt den ehrenamtlichen Richtern, sich während der mündlichen Verhandlung auch an einem anderen Ort als dem Sitzungszimmer aufzuhalten.
Es wird somit keine Pflicht, sondern lediglich ein Recht des ehrenamtlichen Richters begründet. Der Regelungsvorschlag zielt nicht auf eine Einschränkung der Rechte der ehrenamtlichen Richter, sondern will ihnen lediglich die Möglichkeit geben, im Interesse ihrer eigenen Gesundheit zu handeln. Und die Vorschrift bestimmt außerdem, dass auch die Beratung und die Abstimmung im Wege der Videokonferenz vorgenommen werden kann. Vom DGB wird nun die Auffassung vertreten, die Vorschrift mache aus den ehrenamtlichen Richtern Richter zweiter Klasse, weil sie der Vorsitzende zu einer suboptimalen Verhandlungsführung im Wege der Videoverhandlung drängen könnte. Und an dieser Stelle möchte ich bei allem Respekt mich doch direkt an die Juristen in der DGB-Zentrale wenden. Denn offenbar haben wir ein ganz unterschiedliches Bild vom ehrenamtlichen Richter. Mein Bild ist, es sind gestandene Persönlichkeiten, die klar und deutlich ihre Meinung sagen. Und dass ein ehrenamtlicher Richter sich nicht getraut, mir zu sagen, ich möchte trotz Corona persönlich in der Sitzung teilnehmen, das halte ich für fernliegend. Und wir müssen auch beachten, dass die Befindlichkeiten sehr unterschiedlich sind. Soll ich einem ehrenamtlichen Richter, der zu einer Risikogruppe zählt, sagen, wenn Ihnen unsere Schutzmaßnahmen nicht reichen, dann sagen Sie eben ab. Das ist nicht mein Verständnis von diesem Ehrenamt. Dagegen ist zutreffend, dass die Qualität von Videokonferenzen mit der zunehmenden Zahl der Teilnehmer sinkt. Bei 3 Personen in der Kammerberatung sehe ich kein Problem. Bei 5 Personen im Gütetermin, das geht auch. Maximal 7 Personen in der Kammerverhandlung, das ist schwieriger, aber noch machbar. Aber ich räume ein, für die Kammerverhandlung ist die Videoverhandlung kein Königsweg. Denken Sie nur an die kurzen Zwischenberatungen der Kammer mit den ehrenamtlichen Richter, ein Blick nach rechts und nach links und dann weiß man, wie es läuft. Aber immerhin, ein Kollege testet schon ein System, bei dem die Parteien und das Gericht in unterschiedliche virtuelle Räume zur Beratung geschickt werden können. Ich meine, wir müssen an dieser Stelle schlicht abwägen. Was wollen wir? Wollen wir eine Güteverhandlung, die statt in 3 bis 4 Wochen, in 3 bis 4 Monaten stattfindet, eine Kammerverhandlung, die nicht in 3 bis 5 Monaten, sondern in 8 bis 12 Monaten stattfindet? Das alles in persönlicher Anwesenheit. Oder wollen wir eine Gütekammerverhandlung innerhalb von kürzerer Fristen? Aber eben zum Teil im Wege der Videokonferenz. Man wird in dieser Krise nicht beides haben können. Schnelle Termine und stets persönliche Anwesenheit. Es gibt kein sowohl als auch, sondern nur ein Entweder-oder. Und darüber sollten die Kritiker des Entwurfs nochmal ernsthaft nachdenken. Und ein weiterer Punkt, es geht nicht darum, dass sich die Justiz wegduckt, während der Arzt, die Pflegerin und die Verkäuferin ihren Kopf hinhält. Die Justiz wird selbstverständlich im Rahmen der Saalkapazitäten die klassische mündliche Verhandlung anbieten. Lediglich in Ergänzung des bisherigen Verhandlungsprogramms sollen auch Videoverhandlungen durchgeführt werden. Meine Erwartung ist dabei, dass dieses neue Instrument, sollte es kommen, vor allem in Güteterminen eingesetzt wird, eben um schnell Rechtsschutz bieten zu können. Zum Absatz 2 der Vorschrift. Sie begründet eine Pflicht der Parteien und der sonstigen Prozessbeteiligten, an der mündlichen Verhandlung im Wege der Videokonferenz teilzunehmen, wenn das Gericht das anordnet. Für die Podiumsdiskussion möchte ich andeuten, wir Richter könnten auch mit einem bloßen Recht der Parteien leben. Das muss man gut bedenken. Die Anordnung steht im Ermessen des Vorsitzenden. Er wird sich also überlegen müssen, ob sich der Rechtsstreit für eine Videoverhandlung eignet. Das würde ich bei einem Beschlussverfahren mit zahlreichen Beteiligten glatt verneinen. Aber bei einem Zahlungsprozess, in dem man in Anführungszeichen nur über einzelne Rechnungsposten streitet, da sieht es doch anders aus. Und der Vorsitzende hat zu prüfen, ob die Prozessbeteiligten die technischen Voraussetzungen für eine Videokonferenz in zumutbarer Weise vorhalten können. Er wird sich also fragen müssen, und er wird die Parteien fragen, haben Sie einen Rechner mit Kamera? Denn mehr ist nicht erforderlich. Zum Absatz 3. Sie enthält den eigentlichen Knackpunkt, und das muss man natürlich ernst nehmen. Die Vorschrift sieht vor, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann, wenn der Gesundheitsschutz nicht anders gewährleistet werden kann. Und der Zusammenhang ist Ihnen klar, Videoverhandlungen mit kleiner Technik funktionieren nur dann, wenn ausschließlich das Gericht und die Parteien beteiligt sind. Die wichtige rechtliche und historische Bedeutung des Öffentlichkeitsgrundsatzes kenne ich, aber ist denn der Eingriff in diesen Grundsatz
in diesen Krisenzeiten tatsächlich so gravierend. Wer zählt denn üblicherweise zu den Zuhörern in den arbeitsgerichtlichen Verhandlungen? Meistens sind es ja die auf den nächsten Termin wartenden Parteien oder eben Schulklassen. Ist denn zu erwarten, dass sich in dieser Krise diese Personen doch zahlreich in unseren Sitzungssälen einfinden werden? Ich glaube kaum. Und wenn tatsächlich mal ein größerer Zuhöreranteil zu erwarten ist, dann muss der Vorsitzende sein Ermessen ausüben. Meines Erachtens scheidet dann eine Verhandlung im Wege der Videokonferenz aus. Genauso ernst nehme ich die datenschutzrechtlichen Bedenken. Die Richterinitiative aus Baden-Württemberg ist davon ausgegangen, dass es zu einer Videoverhandlung keinen unkontrollierten Zugang der Öffentlichkeit geben darf. Also muss das eingesetzte Videokonferenzsystem einen geschützten virtuellen Verhandlungsraum bereithalten. Außerdem darf die Verhandlung natürlich nicht aufgezeichnet werden und auch das Beratungsgeheimnis muss gewahrt werden. Das ist für mich alles selbstverständlich und ist außerdem im Gerichtsverfassungsgesetz geregelt. Ja, nun bricht die Kritik los. Die bekannten Videokonferenzsysteme seien allesamt nicht sicher. Und an dieser Stelle bitte ich nur um Nachsicht, ich bin kein Techniker, aber ich wundere mich schon ein bisschen. Bereits im Jahr 1998 hat der Gesetzgeber die Videokonferenztechnik im Strafprozess zugelassen. 2001 folgte der Zivilprozess. Im Jahr 2013 hat der Gesetzgeber die Möglichkeiten von Videokonferenzen im Prozess ausgeweitet. Er hat kein Wort über den Datenschutz verloren. Und nun im Jahr 2020 heißt es, es gebe überhaupt keine sicheren Systeme. Dabei behaupten alle wichtigen Anbieter, ihre Systeme hätten eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wenn dem nicht so wäre, hätten sämtliche Vorschriften über den Einsatz von Videokonferenztechnik im Prozess nie erlassen werden dürfen. Und als technischer Laie erwarte ich, dass die Datenschützer uns der Praxis sagen, welche Systeme datenschutzrechtlich unbedenklich sind. Denn nicht nur wir warten ja auf Videotechnik, auch in anderen hochsensiblen Bereichen ist die Videokonferenztechnik das Megathema. Zum Schluss mein Fazit. Wir sollten befristet den Mut zum Einsatz von mehr Technik im Prozess haben. Zwar wird die klassische mündliche Verhandlung immer die regelmäßige Verhandlungsform in der Arbeitsgerichtsbarkeit bleiben. Und daran wird auch der Referentenentwurf überhaupt nichts rütteln. Er will lediglich für einen beschränkten Zeitraum, 31. Dezember 2020, das Verhandlungsrepertoire der Arbeitsgerichte erweitern. Bleibt alles beim Alten, so fürchte ich, dass wir in einem halben Jahr vor einem Berg von unerledigten Verfahren stehen. Und dann werden wir uns vielleicht fragen, hätten wir nicht doch mutiger sein sollen? Vielen Dank. Ja, lieber Eberhard Natter, vielen, vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich kenne den Entwurf ja schon, habe jetzt aber trotzdem noch mal ein paar Hintergrundinfos bekommen und freue mich nachher auf die Fragen, die sicherlich auch sehr kritisch sein werden, aber es gibt sicherlich auch viele zustimmende Fragen. Bevor ich jetzt den nächsten Referenten vorstellen möchte, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Wir haben leider mit Professor Walker ein bisschen technische Probleme mit der Internetübertragung. Wir hoffen, dass wir das dann gleich hinbekommen. Herr Kämmerer ist auch nicht ganz in vollen Farben zu sehen, aber wir sehen ihn zumindest und wir werden ihn auch hören. Und dann möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, auf der Homepage des Arbeitsgerichtsverbands Fragen zu stellen, schriftlich. Wenn Sie der Veranstaltung beigetreten sind, ist auf der rechten Seite so ein kleines Feld und dort können Sie Fragen stellen. Man kann auch die Fragen sehen, die andere gestellt haben und kann die liken, sodass dann unserem Backoffice hier die Möglichkeit gegeben wird, vielleicht auch die Bedeutung der Fragen besser einzuschätzen. Jetzt möchte ich den nächsten Referenten vorstellen. Das ist mein Kollege, Professor Dr. Jörn Axel Kämmerer von der Bucerius Law School. Er ist seit ganz von Anfang an hier, seit 2000 und ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Völker- und Europarecht und seit 2007 auch Direktor des Instituts für Unternehmens- und Kapitalmarktrecht hier an der Hochschule. Zeitweilig war er auch dessen geschäftsführender Direktor. Herr Kämmerer ist einer der renommiertesten Staats-, Europa- und Völkerrechtler Deutschlands mit einer ganz umfangreichen Publikations- und Vortragstätigkeit und er unternimmt auch immer wieder Ausflüge ins Arbeitsrecht, zum Beispiel im Kontext der Arbeitnehmerüberlassung. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute gewinnen konnten,
hier ein Referat aus verfassungsrechtlicher Sicht zu diesem Entwurf zu halten. Und dort steht natürlich ganz besonders der Öffentlichkeitsgrundsatz bzw. der Ausschluss der Öffentlichkeit im Vordergrund. Lieber Herr Kämmerer, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort. Ja, lieber Matthias Jakobs, herzlichen Dank für diese freundliche Einladung, für die ehrenvolle Möglichkeit, an dieser bedeutsamen Tagung dabei zu sein. Ich spreche von einem anderen Ort und um gleich die Terminologie des Gesetzes aufzugreifen. Und dieser andere Ort ist, was ich sehe, ist so ein bisschen in den Wolken. Er muss also hoch oben sein. Aber falls man mich nicht so gut sieht, ich habe eine PowerPoint-Präsentation zur Begleitung erstellt, die jetzt auch eingeblendet ist. Ja, Verfassungsrechtler sind leider immer in der Rolle der Spielverderber und so weit will ich hier sicher nicht gehen, aber als Verfassungsrechtler hat man doch einige Fragen an die Spielregeln und meine Aufgabe ist hier, sich mit der Öffentlichkeit ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich habe meinen Vortrag gegliedert in kurze allgemeine Ausführungen zur Gerichtsöffentlichkeit. Ich will dann und vor diesem Hintergrund auf Ziel und Inhalt des Referentenentwurfs eingehen und dann kommt natürlich die verfassungsrechtliche Bewertung. Was ist Öffentlichkeit? Wie kann sie aussehen? Wie können Beschränkungen gerechtfertigt werden? Welches Ergebnis können wir erwarten? Zum ersten Punkt. Gerichtsöffentlichkeit als Verfassungsgrundsatz. Hier ist bekannt, das Grundgesetz erwähnt die Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens nicht ausdrücklich. Das tut Artikel 6 Absatz 1 EMRK. Das tun auch manche Landesverfassungen wie Bayern und Sachsen. Nun ist allen bekannt hier, dass das eine Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips ist. Ebenso, dass nicht alles, was irgendwie rechtsstaatlich ist, auch Verfassungsrang hat und dass nicht alles, was Verfassungsrang hat, uneingeschränkt gilt. Ich beziehe mich kurz auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Sofern sich das mit der Öffentlichkeit des Verfahrens auseinanderzusetzen hatte, ging es meist um die Frage, wie weit Öffentlichkeit geht, ob die Medien zugeschaltet werden können und aus dem Gerichtssaal berichten dürfen. Um den gänzlichen Ausschluss der Öffentlichkeit ging es dort eher selten. Das Bundesverfassungsgericht war am Anfang etwas zurückhaltend und hat dem Grundsatz der Öffentlichkeit heute, ebenso wie die herrschende Meinung, unmissverständlich den Rang eines Verfassungsgrundsatzes zuerkannt, um sogleich anzufügen, dass dieser Grundsatz eben nicht ausnahmslos gilt, sondern dass er mit zwingenden kollidierenden Interessen in Einklang zu bringen ist, die ihrerseits Verfassungsrang haben, allgemeines Persönlichkeitsrecht, faires Verfahren, Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege, Schutz der Jugend, Schutz vor Epidemien war damals noch kein Thema. Zweitens. Ziel und Inhalt des Referentenentwurfs. Das Ziel ist ja offensichtlich, das rechtsstaatliche Zügigkeitsgebot und den Gesundheitsschutz in epidemischen Lagen miteinander irgendwie in Einklang zu bringen. Auf die mündliche Verhandlung selber, und das ist wichtig, soll nicht verzichtet werden. Das sieht aus dem Wortlaut der Norm ja klar hervor. Ihre Gestalt verändert sich und damit einhergeht eine Modifikation und gewissermaßen auch ein Ausschluss der Öffentlichkeit, möglicherweise jedenfalls als Gegenstand eines rechtsstaatlichen Prinzips. Es gab ja zunächst einen Entwurf für einen § 46 Absatz 3. Darin war vorgesehen, dass das Gericht anordnen kann, ich zitiere, dass die mündliche Verhandlung ausschließlich im Wege der zeitgleichen Übertragung in Bild und Ton in unterschiedlichen Räumlichkeiten auch außerhalb des Sitzungszimmers stattfindet. Zitat Ende. Wenn es dazu gekommen wäre, dann wäre es in der realen Sphäre zu einer vollständigen räumlichen Dissoziierung der Verhandlung gekommen. Das heißt, die gesamte Verhandlung wäre sozusagen in den virtuellen Raum verlegt worden. Und dann wäre natürlich zwingende Rechtsfolge der Ausschluss jeglicher, jedenfalls realer Öffentlichkeit gewesen. Der jetzt vorgelegte Entwurf für einen § 114 Arbeitsgerichtsgesetz mit der bekannten Überschrift weicht zumindest im Ansatz davon ein bisschen ab. Es gibt nicht unterschiedliche Räumlichkeiten, sondern es gibt, ja, da ist nicht die Rede von einem Ort, es gibt den Ort der Verhandlung, der ist aber unbenannt. Das ist wohl der Ort, an dem sich das Gericht oder möglicherweise, Absatz 1 ist ja auch noch zu berücksichtigen, nur der Vorsitzende sich befindet und den anderen Ort, das ist eine Terminologie, die wir in 128 AZBO auch schon finden, von dem aus die Prozessbeteiligten teilnehmen und an den die Verhandlung
übertragen wird. Die Verhandlung stellt sich offensichtlich der Gesetzentwurf vor als dort, wo das Gericht oder möglicherweise die Berufsrichterin der Berufsrichter sitzt. Das Wort Sitzungszimmer kommt anders als in § 128 AZBO hier nicht vor. Der Ansatz ist ein bisschen konservativer als der ursprüngliche Entwurf, weil ein Verhandlungsort immerhin zugrunde gelegt wird. Was dissoziiert wird, ist die Beteiligtenpräsenz. Es gibt also den realen Ort einer irgendwie mündlichen Verhandlung oder ein Residuum davon und es gibt medial zugeschaltete, nennen wir sie mal, Satelliten. Der Ausschluss der Öffentlichkeit in Absatz 3 wird hiervon abstrahiert. Tatbestandsvoraussetzung ist in der Sache jedenfalls nicht, dass die Verhandlung ganz oder teilweise virtualisiert worden ist, sondern dass infolge einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, gleiche Voraussetzung beider Absätze, der erforderliche Grundrechtsschutz nicht anders zu gewährleisten ist. Zur verfassungsrechtlichen Bewertung. Bitte nächste Folie. Ja, danke. Um das beantworten zu können, was daran, ob das alles verfassungskonform ist, müssen wir zunächst mal erklären, was Gerichtsöffentlichkeit überhaupt in verfassungsrechtlicher Hinsicht ist, warum es sie gibt. Das Bundesverfassungsgericht beschränkt die Gerichtsöffentlichkeit naturgemäß auf die mündliche Verhandlung, die Landesverfassungen auch. Für das schriftliche Verfahren gilt sie nicht. Wenn jetzt man auf die Idee kommen wollte, für einen Gerichtszweig wie die Arbeitsgerichtsbarkeit das schriftliche Verfahren zum Normalfall zu erklären, dann würde sich trotzdem die Frage stellen, ob das Rechtsstaatsprinzip nicht dadurch verletzt würde, dass das Ziel der Gerichtsöffentlichkeit die Kontrolle dadurch ganz vereitelt würde. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Das Bundesverfassungsgericht und die Gesetze imaginieren Öffentlichkeit als Saalöffentlichkeit. Das ist der erste Befund. Das zeigt sich darin, dass nach § 169 GVG und § 52 Arbeitsgerichtsgesetz die Bild- und Tonmedien, anders als die Presse, nur unter den Voraussetzungen Zugang haben, die dort genannt sind. Man muss grundsätzlich im Saal sitzen, um die Verhandlung verfolgen zu können. Zweiter Punkt. Die gesetzlichen Regeln sind von der Vorstellung eines einheitlichen Verhandlungsorts bestimmt, modifiziert bei § 128 AZBO, gebe ich zu, aber eben deswegen, weil der Gesetzgeber sich die mündliche Gerichtsverhandlung auch nur so vorstellen konnte. Keine der gesetzlichen Regeln fordert das aber explizit. Die Vorstellung, dass der Öffentlichkeitsgrundsatz verfassungsrechtlich mit dem Vorhandensein eines Saals, jedenfalls der Einheitlichkeit des Verhandlungsorts steht und fällt, würde dem im Prinzip in teleologischer Hinsicht auch nicht gerecht. Das liegt am Zweck der Öffentlichkeit. Zweck ist ja nicht Zuschauerpräsenz, Zweck ist ein faires Verfahren. Zweck ist die Öffentlichkeitskontrolle der sonst wie von niemanden und kontrollierten und unabhängigen Justiz. Und im Rahmen dieser Öffentlichkeitskontrolle auch die Berichterstattung durch Medien, die wiederum dann eine allgemein zugängliche Quelle nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz der Informationsfreiheit ist. Das Bundesverfassungsgericht hat es für verfassungsrechtlich nicht geboten, wenn auch für zulässig gehalten, die Saalöffentlichkeit zu begrenzen und die Übertragung von Bild- und Tonmedien im Prinzip nicht zu erlauben. Das Gesetz zieht diesen restriktiven Ansatz relativ eng. Er war verfassungsrechtlich nicht geboten. Aber es lag ihm eben auch die Annahme zugrunde, dass die mündliche Verhandlung zumindest in einem Saal stattfindet. Bitte zur nächsten Folie. § 46 Absatz 3 Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung des früheren Referententwurfs war insoweit interessant, als er die gesamte Verhandlung, wenn man so will, in den Cyberspace verlagert hätte. § 114 Absatz 2 macht das nicht, wie ich gesagt habe, hält an dem einen realen Verhandlungsort fest. Nur wird mit der digitalen Zuschaltung aller anderen, möglicherweise sogar aller anderen Verhandlungsbeteiligten, möglicherweise sogar Teilen des Gerichts, das zur Fiktion. Da sitzt im Prinzip nur noch eine Person in dem Gericht. Eine konzeptionelle Schwäche dieses Entwurfs ist, dass er die Öffentlichkeit und ihren Ausschluss nach Absatz 3 in keinerlei erkennbare Verbindung miteinander bringt, obwohl sie die gleiche Voraussetzung haben, epidemische Lage von nationaler Tragweite. Das halte ich aber für geboten. Denn was Öffentlichkeit heißt, das muss teleologisch bestimmt werden, wo sich die Sphäre der Öffentlichkeit ändert. Wenn sie der Kontrolle durch die lineare Verfolgung des Verhandlungsgeschehens dient, dann muss irgendwie doch möglich sein, den Cyberspace für die Öffentlichkeit
in dem Maße auch zu öffnen, in dem das Gericht die Verfahrensbeteiligten in diesen Raum ausweichen können oder müssen. Die vom Bundesverfassungsgericht formulierte Regelausnahme, und das bedeutet Gerichtsreporterin ja, Gerichtszeichner ja, Filmkameras nein, die muss neu kalibriert werden. Wenn die technisch mediale Ausnahme, nämlich Kommunikation mittels Bild- und Tonübertragung, zur eigentlichen Verfahrensform wird. Und das wird sie möglicherweise für mehrere Monate sein. Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil von 2016 die Öffentlichkeit der Gerichtsverhaltung zutreffend als ein Prinzip demokratischer Rechtspflege hochgehalten. Im konkret behandelten Fall ging es um die Zulässigkeit der kurzfristig und praktisch unankündigten Verlegung der Verhandlung in ein kleineres Dienstzimmer. Und unter Berufung auf den BGH hat das BAG betont, ich zitiere, wird eine Verhandlung oder Beweisaufnahme an einem anderen Ort als im Sitzungssaal fortgesetzt, ist deshalb sicherzustellen, dass auch unbeteiligte Personen Ort und Zeit der Weiterverhandlung ohne besondere Schwierigkeiten erfahren können. Zitat Ende. Und ich sehe nicht, warum für den virtuellen Raum, wenn die Verhandlung dorthin verlegt wird, grundsätzlich etwas anderes gilt. Zur Rechtfertigung. Wie ich schon sagte, bitte nächste Folie. Wie ich schon sagte, gilt der Grundsatz der Öffentlichkeit nicht uneingeschränkt, kann aus zwingenden Gründen, nicht zuletzt dann, wenn Grundrechte betroffen sind, eingeschränkt werden. Die Beschränkung muss verhältnismäßig sein. Nun sind gefährliche Krankheitserreger wie SARS-CoV-2 zweifellos eine große Gefahr für Leben und Gesundheit. Und § 114 Absatz 3 scheint diesem Schutzanliegen auch zu entsprechen, wenn er dem Gericht den Ausschluss der Öffentlichkeit gestattet, wenn, und da kommt die Verhältnismäßigkeit zum Ausdruck, der erforderliche Grundrechtsschutz, Zitat, nicht anders zu gewährleisten ist. Man muss hier trotzdem zwei Grundkonstellationen unterscheiden. Und damit bin ich wieder bei dem unklaren Verhältnis zu Absatz 2. Und ich sehe Absatz 2 und Absatz 3 schon ein bisschen wie kommunizierende Röhren. Bei der einen Konstellation besteht ein Zusammenhang mit Absatz 2 und in der anderen nicht. Erste Konstellation, bitte nächste Folie. Das Gericht macht hier von Absatz 2 Gebrauch. Es bleibt allein im Gerichtsgebäude, alle anderen werden zugeschaltet. Das etwas halbgare Verhandlungsortkonzept der Regelung bringt nun mit sich, dass Öffentlichkeit mal so verstanden werden. Man kann sie verstehen als die des virtuellen Raums, das Internet, als auch die des Gerichtssaals. Denn einerseits, andererseits ist ja irgendwo noch ein Verhandlungsort im traditionellen Sinn da. Was also ist dann Öffentlichkeit, wenn das Gericht von Absatz 2 Gebrauch macht? Was muss das Gericht dann darlegen, um sie auszuschließen? Wahrscheinlich sind durchaus Situationen wie die, da bleibt das Gericht oder der stellunghaltende Berufsrichter, die Berufsrichterin im Sitzungszimmer zurück. Die Verhandlung wird praktisch zur Konferenzschaltung. Weitere Personen haben in dem Sitzungszimmer, das dann ja auch meistens klein sein wird, ohne Gesundheitsrisiko keinen Platz. Der Hinzuschaltung der Öffentlichkeit steht entgegen, dass die technischen Möglichkeiten nicht existieren, nicht ausgereift sind, dass Abhören und Hacking möglich ist. Das ist natürlich zwischen den Verfahrensbeteiligten, wie hier schon gesagt wurde, auch nicht völlig ausgeschlossen. Aber es gibt auch eine rechtliche Schranke. § 169 GVG in seiner Neufassung durch das ÖMÖG erlaubt nur die simultane Tonübertragung und das nur in einem bestimmten Arbeitsraum. Bitte? Pardon? Ja, okay. Ich dachte, das war ein Einwand. Und es handelt sich um ein Angebot zusätzlich zu einer Medienberichterstattung. Es erweitert also die Öffentlichkeit, die von vornherein da ist. Aber soll keine vollständige Cyberöffentlichkeit herzustellen, ist auch nicht nötig. Aber es ist noch keine vollständige Öffentlichkeit, wenn eine andere Form der Öffentlichkeit nicht vorhanden ist. Das heißt, von § 114 Absatz 2 Arbeitsgerichtsgesetz neu kann aus meiner Sicht gar nicht Gebrauch gemacht werden, wenn die konkrete Möglichkeit zu einer anderen Verfahrensform besteht, die den erforderlichen Grundrechtsschutz gewährleistet. Erforderlich heißt maximaler Grundrechtsschutz. Und zwar dann, wenn dies ohne den Ausschluss der Öffentlichkeit möglich ist. Übrigens sieht auch § 128a diesen ZBO diesen Ausschluss nicht vor. Das Gericht muss in jedem Einzelverfahren prüfen, und darauf hinwirken, dass ein größerer Sitzungsrahmen zur Verfügung steht, der es erlaubt, die Mindestabstände zwischen Gerichts- und Öffentlichkeit und zwischen Vertretern der Öffentlichkeit selber einzuhalten. Erforderlicherfalls kann auch der Zugang
zahlenmäßig beschränkt werden. Ich glaube, dass die Beschränkung der Öffentlichkeit in dieser Regelung durchaus eingeschlossen ist als Mindermaßnahme. Nicht ganz erforderlich, nicht ganz unproblematisch scheint mir die Variante, wenn ein größerer Sitzungssaal bereitgestellt ist und dennoch zugleich auf § 114.2 und womöglich Absatz 1 rekurriert wird. Dann haben wir einen Saal mit relativ vielen Beteiligten auf dem Podium, aber einer virtuellen Übertragung, dann muss für die Saalöffentlichkeit, die ich erschaffen kann, dass die Verhandlung hörbar und auch sichtbar sein. Notfalls müssen dann Großbildschirme angeschafft werden. Nächste Folie, bitte. Die zweite Konstellation nur ganz kurz, bei der ist von § 114.2 nicht Gebrauch gemacht worden. Dann, meine ich, muss man noch strenger sein. Gericht und Prozessbeteiligte und mehrere Personen kommen damit sowieso im gleichen Raum zusammen. Es wäre, glaube ich, sachwidrig, die Öffentlichkeit nur deswegen fernzuhalten, weil jede zusätzlich anwesende Person ein größeres Infektionsrisiko bedeutet, wenn der Mindestabstand denn gewahrt ist. Und das Gericht kann für sich hier keine größere Schutzbedürftigkeit in Anspruch nehmen, als es der Zuhörerschaft selber zuerkennen will. Ich komme zum Ergebnis. § 114.3 Arbeitsgerichtsgesetzentwurf ist mit diesen Maßgaben verfassungsgemäß, aber die Spielräume, die er dem Gericht bei dieser verfassungskonformen Auslegung eröffnet, sind nicht besonders groß. Wenn ein Gericht allein wegen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite die Öffentlichkeit serienmäßig ausschließen würde, würde es damit, glaube ich, aus meiner Sicht serienmäßig auch Revisionsgründe generieren. Ich glaube auch, dass gerade jetzt ein großes Interesse an Arbeitsgerichtsprozessen ist, denn die Krise wird zu Streitigkeiten um Entlassung, Kurzarbeit, Auslegung tarifvertraglicher Regelungen und so weiter führen. Diese Streitigkeiten sind vorprogrammiert und da ist einfach auch ein gewisses mediales Interesse, zumindest wird damit zu rechnen sein. § 114 Absatz 2 und 3 sollten besser aufeinander abgestimmt werden, denn einerseits wird zum Gebrauch konferenztechnischer Möglichkeiten ermuntert, deren Tauglichkeit und Zulässigkeit nicht immer feststehen. Und auf der anderen Seite verschließt sich der Gesetzentwurf auch und wie diese Mittel für diese Öffentlichkeitsbeteiligung genutzt werden könnten. Ich würde mir auch hier mehr Mut zu mehr Technik, um Herrn Natter zu zitieren, wünschen. Das binäre Grundmuster des § 114 Absatz 3, Öffentlichkeit wird hergestellt oder ausgeschlossen, steht also einer der aktuellen Krisensituationen. Und diese Krisensituation kann lange dauern. Angemessenen, differenzierten Regelungen eher ein wenig im Weg. Ich würde sagen, dass man zumindest über die Erweiterung der durch § 169 Absatz 1 jetzt immerhin geschaffenen Möglichkeiten nachdenken sollte. Das heißt, die Übertragung des Verfahrens in einen anderen Raum oder eine Mehrzahl von Räumen in Bild und Ton, sofern Datensicherheit denn gewährleistet werden kann und solange die epidemische Lage von nationaler Tragweite andauert. Vielen Dank. Herr Kämmerer, für diesen umfassenden verfassungsrechtlichen Vortrag, der bestimmt viele Ansatzpunkte für die spätere Diskussion liefern wird. Jetzt habe ich eigentlich die freudige Aufgabe, Herrn Professor Dr. Wolf-Dietrich Walker als Referenten anzukündigen, bin mir aber unsicher, ob das technisch etwas werden wird, weil ich im Moment, jetzt sehe ich ihn wieder. Okay, jetzt habe ich ein Bild auf meinem Bildschirm jedenfalls und hoffe, dass die Verbindung stabil genug ist, damit der Vortrag auch übertragen werden kann. Ja, Herr Walker, Sie haben den Lehrstuhl inne für bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozessrecht an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und sind ein ausgewiesener Kenner der Materie des Zivilprozessrechts, außerdem Mitautor des Schwab-Weth und deshalb auch mit den Besonderheiten des arbeitsgerichtlichen Verfahrens vertraut. Deshalb genau der richtige Mann für unsere heutige Veranstaltung. Das auch deshalb, weil Sie offenbar einen sehr lebensnahen Blick auf die Welt haben, denn Ihr weiteres Spezialgebiet ist das Sportrecht, insbesondere das Fußballrecht. Darüber werden wir heute leider nicht reden können und müssen. Stattdessen aber, wenn es denn technisch funktioniert, über den Referentenentwurf und die zivilprozessual damit verbundenen Fragen. Ich weiß nicht, wie es... Geht nicht. Okay, dann versuchen wir gleich nochmal jedenfalls eine Tonverbindung herzustellen zu Herrn Walker, um ihn jedenfalls akustisch einzublenden und seinen Vortrag übermitteln zu können. Wenn das klappt, machen wir das im Anschluss des Vortrags, den wir dann vorziehen. Dieser Vortrag stammt von
Da ist er wieder. Ja, wir haben eben schon überlegt, Herr Walker, Ja, ob wir es nur es per ist Ton aber sehr machen. instabil. Also ich muss sozusagen jede Minute damit rechnen, dass ich hier wieder rausgeworfen werde. Ja, hier kommt die Tonübertragung auch etwas zögerlich an. Wir fangen einfach erstmal an und drücken alle die Daumen, dass es so weit wie möglich gut geht. Wenn es von der Qualität zu schlecht wird, dann brechen wir einfach ab und versuchen nach dem Vortrag von Herrn Dr. Rinsdorf nochmal zu Ihnen zurückzuschalten und zu gucken, ob wir es dann akustisch übertragen. Okay? Tja, scheint schon so weit zu sein. Gut. Ja, dann geben wir den Versuch auf, mit Bild und Ton etwas von Herrn Walker zu hören. Stattdessen machen wir weiter mit Hauke Rinsdorf. Hauke Rinsdorf hat uns zugesagt, zu unserer großen Freude, um uns die anwaltliche Sicht auf die geplanten Neuerungen darzustellen. Herr Rinsdorf ist Partner der Kanzlei Behrens und Partner hier in Hamburg. Sitzt allerdings nicht zusammen mit uns hier an der Bucerius Law School, sondern das heißt, sitzt ein Stückchen weiter, ein paar Stockwerke höher in seinem Büro. Herr Rinsdorf ist auch Hamburger, aber einer, der durchaus über den Hamburger Tellerrand hinausschaut. Das zeigt sich in zahlreichen Veröffentlichungen in der Fachpresse und zeigt sich in seiner Tätigkeit als geschäftsführendes Mitglied des Beirates der Veranstaltungsreihe zum europäischen und internationalen Arbeits- und Sozialrecht, bekannt als EIAS. Herr Rinsdorf gehört zu den wenigen ausschließlich arbeitsrechtlich tätigen Anwälten, die engagiert sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite auftreten und die auf beiden Seiten großen Respekt genießen. Deshalb ist er besonders geeignet, uns heute aus anwaltlicher Sicht zu sagen, was von den geplanten neuen Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes zu halten ist. Herr Rinsdorf, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Voskühler, für die schöne Einführung. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier aus anwaltlicher Perspektive ein paar Worte zu der Situation sagen zu können. Ich möchte nur ganz kurz, auch mit Blick auf die schon abgelaufene Zeit, eine Anmerkung noch zu einer Vorschrift machen, die ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, nämlich den Paragraph 114 Absatz 5 des Entwurfs, der ja vorsieht, dass das Bundesarbeitsgericht die Möglichkeit hat, in dieser Situation auch ganz ohne mündliche Verhandlung im schriftlichen Verfahren zu entscheiden. Das muss man, finde ich, schon mal in den Mittelpunkt rücken oder jedenfalls kurz ansprechen. Da geht es nämlich nicht nur darum, dass Öffentlichkeit eingeschränkt wird, sondern es geht darum, dass alle drei Grundsätze, nämlich Mündlichkeit, Öffentlichkeit und auch die Unmittelbarkeit der Verhandlung eingeschränkt werden. Das finde ich problematisch und da stelle ich mir schon die Frage, ob wir da nicht an den Rand des Übermaßverbots kommen. Denn wenn man sich die faktischen Bedingungen beim Bundesarbeitsgericht anschaut, dann hat man einen sehr, sehr distinguierten Sitzungskultur dort. Man hat professionelle Teilnehmer und man hat eigentlich auch sehr große Räumlichkeiten, die das ermöglichen sollten, dort vor Ort diese drei Prinzipien ohne weiteres durchzusetzen. Und deswegen finde ich gerade diese Möglichkeit, in Paragraph 114 Absatz 5 im Vorbeigehen fast oder ohne, dass es kaum diskutiert wird, schriftlich ständig entscheiden zu können, die finde ich sehr problematisch, weil ich glaube, dass man da tatsächlich mildere Mittel ohne weiteres in vielen Situationen findet, um dort zu verhandeln. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen kann, weswegen man an der Stelle trotzdem sagen kann, dass es in Ordnung ist, und tatsächlich der Punkt, dass es nicht wie beim Bundesgerichtshof eine speziell zugelassene Anwaltschaft gibt und eine Richterschaft, die alle in Karlsruhe und Umgebung sitzen, im Wesentlichen jedenfalls, sondern dass es eben extrem lange Reisewege gibt, dass es auch Ehrenamtliche gibt, die lange anreisen müssen, wobei man auf die Situation dann ja reagieren könnte, indem man die jedenfalls zuschaltet sozusagen und da auch die Videotechnik nutzt. Deswegen finde ich diesen Punkt des Gesetzes eigentlich auch sehr problematisch und ich selber würde ihn auch nicht befürworten. Ich könnte ihn vielleicht hinnehmen, denn da muss man natürlich auch bei der kompletten Diskussion, die wir führen, sagen, dass Öffentlichkeit ein wichtiges Gut ist, aber Öffentlichkeit aus meiner Sicht auch eine Langfristwirkung hat. Also die Rechtskultur, die wir entwickelt haben, aufgrund auch solcher Grundsätze für Öffentlichkeit und Ähnliches, die geht ja nicht von einem auf den anderen Tag verloren. Gerade auch die Rechtskultur beim BLG lebt ja auch vom Austausch in diversen anderen Foren, über die man spricht, über Tagungen, über wissenschaftlichen Diskurs, über eine ganz ausgeprägte auch Orientierung oder ja auch Bereitschaft von der Richterschaft, mit der Wissenschaft zu diskutieren, mit der Anwaltschaft zu diskutieren. Das sind alles Punkte, weswegen ich selbst, wenn das so gesetzt würde, jetzt nicht den Rechtsstaat endgültig in Gefahr sehe. Trotz allem finde ich es problematisch, finde es auch problematisch, quasi von der
von der Wirkung her, dass man quasi dort möglicherweise die Zugbrücken hochzieht und dann aber in der ersten Instanz den Kollegen dann abverlangt, die Verhandlungen mündlich vor Ort durchzuführen. So finde ich das von der Signalwirkung problematisch und wird so nicht mittragen. Kommen wir jetzt aber zu dem entscheidenden Punkt, nämlich 114 Absatz 2 und 114 Absatz 3. Und da ist meine Position die folgende, dass man differenzieren muss. Und das ist eine Differenzierung, die man machen muss, die ist auch schon im § 52 Arbeitsgerichtsgesetz, wie wir jetzt kennen, angelegt. Denn dort ist ja, gerade was den Ausschluss der Öffentlichkeit angeht, die jetzt schon die Zweckmäßigkeit ausreichend, um das zu organisieren. Was da an meiner Stelle wichtig ist, wir müssen einmal diskutieren über diverse technische Fragen, die auch schon angeklungen sind, die eben damit beginnen, gibt es überhaupt einen etablierten Standard, auf den alle zugreifen können? Oder kommt das Gesetz an der Stelle überhaupt rechtzeitig, weil die Technik überhaupt flächendeckend da ist oder nicht? Da habe ich meine Zweifel, ob es wirklich schon in allen Bundesländern, in allen Arbeitsgerichten soweit ist, dass wir auf diesem Weg wirklich in der Praxis die Lösungsmöglichkeiten, die die Technik in der Theorie bietet, nutzen werden können. Und ich habe auch meine Zweifel, ob das wirklich dann bis zum Ablauf des Gesetzes am 31. Dezember 2020 schon so schnell greifen wird. Dann haben wir natürlich auch Probleme beim Datenschutz, die sind angesprochen worden. Das hängt dann wiederum damit zusammen, welches System ist wirklich sicher. Wir haben Probleme oder jedenfalls Fragen, die man stellen kann. Wie dokumentiere ich zum Beispiel eine ordnungsgemäße Ladung, wenn ich diesen Link verschicke? Das muss ich ja, kann ich ja nicht per Postzustellungsurkunde machen, sondern ich kann es auch nicht immer per BEA machen. Das haben ja die Anwälte zur Verfügung, viele andere Prozessparteien haben es nicht. Dann stellt man schon die technische Frage, wie dokumentiere ich den Zugang? Oder wie finde ich sichere Übertragungswege, dass auf diese Links kein Dritter zugreifen kann und sich darüber einwählen kann? Und wie gewährleiste ich am Ende in der Verhandlung die Authentifizierung? Woher weiß ich, dass derjenige, mit dem ich spreche, auch der Parteivertreter ist? Natürlich bei seinem, wie soll ich sagen, Heimgericht, da ist man bekannt, da kennt man viele Richter, aber wenn man auswärts auftritt, ist das ja gar nicht mehr der Fall. Auch da frage ich mich einfach, ob die technischen Lösungen schon so weit sind, dass man damit, als dann ja auch um die Abgabe von Prozesserklärungen geht, hinreichende Sicherheit hat. Das Zweite ist, selbst wenn man mal unterstellt, dass man eine technische Lösung für alle diese Probleme findet, muss man, finde ich, dann tatsächlich im Kern eben über Öffentlichkeit und über Möglichkeit und auch Unmittelbarkeit als wesentliche Verfahren, also Verfahrensvoraussetzung für einen effizienten Arbeitsgerichtsprozess nachdenken. Und da komme ich wieder zu § 52 Arbeitsgerichtsgesetz. Ich denke, der pragmatische Weg, um die beiden Positionen, die ja hier auch abzuwägen sind, nämlich schneller Rechtsschutz und am Ende aber auch einer den rechtsstaatlichen Standards entsprechenden Rechtsschutz durchzusetzen, ist es eine gute Idee, zu differenzieren, zu sagen, wo ist es wirklich hilfreich, mit einem technisch ausgefeilten oder stabilen System zu arbeiten. Das ist aus meiner Sicht ganz klar in der Güteverhandlung. Warum ist das so? Die Güteverhandlung ist ja keine endgültige Entscheidung. Ich als Partei kann mich immer rausziehen und sagen, ich möchte keinen Vergleich und kann dadurch immer quasi im Notfall zurückgehen auf das ganz normale Prozedere in der Kammerverhandlung, wenn ich irgendwo den Eindruck habe, dass irgendwelche Standards nicht gewährleistet sind. Aber ich habe eben, und das ist ja das Wichtige in der Gütesituation, ich habe erstmal den Richter oder die Richterin als dritten Akteur, der mir mehr in einer schlichtenden, vermittelnden Rolle häufig ja auch hilft, Problemlösungen zu finden. Und gerade auch, wenn man über Vergleiche redet, eben jemand ist, der fest eine Position in Bewegung bringen kann, der auch Argumentationen gegenüber dem eigenen Mandanten möglich macht, der möglicherweise auch auf der Gegenseite bestimmte Verhärtungen lösen kann. Und deswegen finde ich, ist das in erster Linie die Rolle, die er spielt und oder die sie spielt und die man auch natürlich in der Videokonferenz, denke ich, gut nutzen kann. Und wo ich dann auch sagen würde, wenn wir schauen, dass wir gut gemachten Videokonferenzen in der Gütesituation viele, viele Probleme gelöst bekommen, dann ist das aus meiner Sicht ein guter Ansatz. Genauso umgekehrt, wie ich sagen, radikal bin ich dann bei der Kammerverhandlung, denn da finde ich schon, dass Rechtsstaat eben nicht nur, also rechtsstaatliche Prinzipien nicht nur schön Wetterrecht sind, sondern dass man in so einer Situation dann tatsächlich auch schauen muss, dass die unmittelbare und mündliche Verhandlung durch nichts zu ersetzen ist, auch durch Videotechnik nicht zu ersetzen ist, gerade wenn es um nonverbale Kommunikation geht, wenn es darum geht, wirklich Stimmungen zu spüren, wo man sich gleich vergleichen kann, aber wo möglicherweise auch rechtliche Probleme liegen. Das ist in einem direkten Gespräch immer noch unschlagbar gut lösbar. Und deswegen würde ich auch dafür plädieren,
schon aus diesem Gesichtspunkt entweder die Ausnahme gar nicht zu schaffen oder wenn, den starken Appell zu machen, damit sehr, sehr vorsichtig umzugehen. Und das Zweite ist dann schließlich auch die Öffentlichkeit. Auch die Öffentlichkeit, finde ich, ist ein wichtiges Gut, gewährleistet sein muss. Und wo ich dann auch Schwierigkeiten habe zu sagen im Vorfeld, man kann entscheiden, ob die Öffentlichkeit jetzt wichtig ist oder nicht. Denn die Öffentlichkeit ist ja letztlich in Kontrollfunktion gegenüber auch dem Gericht. Und wenn man dann dem Gericht die Ermessensentscheidung überlässt, ob es denn jetzt das für notwendig hält, dass Öffentlichkeit dort ist oder nicht, finde ich das von der Rollenverteilung problematisch. Und würde schon sagen, dass es wichtig ist, dass die Öffentlichkeit oder etwaige interessierte Öffentlichkeit, sei es zum Beispiel ein Betriebsrat, der dann im Boot ist, sei es seien es Angehörige, seien es sonstige Pressevertreter und dergleichen, dass die schon eigeninitiativ entscheiden können, ob sie jetzt erscheinen wollen oder nicht. Und deswegen würde ich schon auch für die Kammerverhandlung klar sagen, dass ich das nicht für das richtige Instrument halte und dass ich auch dort appellieren würde, dass wir sagen, auch wir Juristen, dass wir genauso wie Ärzte oder die Busfahrer oder andere Leute tatsächlich sagen, wir alle Akteure des Rechtsstaats gehen dort persönlich hin und halte das auch in der aktuellen Situation für eine vertretbare Abwägung in Richtung Gesundheitsschutz. Das wäre meine anwaltliche Einschätzung zu diesem Thema. Anwaltliche Sicht für die Differenzierung zwischen den verschiedenen Phasen der Verhandlung, die Sie vorgenommen haben, auch für den Blick auf die unterschiedlichen Instanzen. Wir sind im Moment noch dabei, auszuprobieren, ob wir es schaffen, Herrn Walker jedenfalls im Ton teilnehmen zu lassen an der heutigen Veranstaltung. Die aktuelle Idee besteht darin, ihn telefonisch dazu zu holen und dann seine Ausführungen über ein Mikrofon an alle Zuschauerinnen und Zuschauer beziehungsweise in diesem Fall Zuhörerinnen und Zuhörer zu übertragen. Na? Ich soll noch eine Sekunde warten, sonst würde ich sagen, wir beginnen mit der Diskussion. Gut. Gut, also ich denke, wir warten mal ab, was da im Nebenraum passiert, nutzen die Zwischenzeit, denn ich würde sehr gerne erstmal zum Aufschlag eine Frage loswerden an Herrn Natter. Wie sieht es eigentlich aus? Lässt dieser Entwurf eine Skype-Verhandlung vom Richterzimmer aus zu? Oder verlangt er eine Videotechnik wie in § 128a vorgesehen, damit man von den dort vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch machen kann? Oh, das ist... Gut, ich versuche es nochmal. Also versuche langsam und deutlich zu sprechen in der Hoffnung, dass ich durchdringe. Meine Frage an Sie, lässt § 114 Absatz 2 in Verbindung mit § 114 Absatz 3 des Entwurfs zu, dass der Richter eine reine Skype-Verhandlung führt oder verlangt 114 Absatz 2 eine Technik, wie sie sonst vorgesehen ist in 128a ZPO, also verlangt sie eine Videoausstattung eines Sitzungssaals, in dem dann die Verhandlung stattzufinden hat. Also. Herr Walker redet immer dazwischen. Wir hören ihn nicht, wir hören nur Sie. Ich glaube, die Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen sonst können auch Sie hören und sehen. Deswegen einfach antworten. Ja. Vielen Dank. Ja, zunächst bin ich für den Herrn Professor Kämmerer dankbar, dass es nicht so richtig klar sei, wo das Gericht eigentlich sitze. Ja. Ich muss gestehen, dass wir von der Richterinitiative, Herr Kämmerer, schlicht übers Ziel hinausgeschossen. Das war die Euphorie des Homeoffices in den ersten Tagen des Shutdown. Wir saßen alle zu Hause und haben Homeoffice gemacht. Und da kam die Idee auf, jetzt wird der Sitzungssaal in das Homeoffice verlagert. Ich glaube, das ist keine gute Idee.
Und da hat uns auch das BMAS völlig zutreffend zurückgeholt. Der Richter, der auf dem Sofa im T-Shirt sitzt, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es muss doch eine Atmosphäre sein, die doch nach die Würde des Gerichts ausstrahlt. Was wir dann dachten, wir werden überfüllte Verhandlungssäle haben, nicht durch Menschen, aber einfach, weil wir zu wenig Sitzungssäle haben. Und deswegen war unsere Idee, wir verlagern die Sitzung in das Dienstzimmer des Vorsitzenden. Baden-Württemberg hat kleine Zimmer, hat große Zimmer von den Richtern. Im Zweifel sind es kleine Zimmer und da werden wir eine Öffentlichkeit nicht mit dem geborenen Gesundheitsschutz herstellen können. Deswegen die Idee, das Dienstzimmer des Vorsitzenden wird zum Sitzungssaal, das ist auch absolut zulässig. Und wenn wir dann dort agieren, dann müssen wir eigentlich zum Zwecke des Gesundheitsschutzes die Öffentlichkeit vor die Türe setzen. Und dann können wir natürlich, Frau Voss-Kühler, mit der kleinen Technik arbeiten. Die kleine Technik heißt, der Vorsitzende lädt, und zwar lädt er zu einer Videokonferenz. Der Link, der den Parteien übersandt wird, der steht, wird nicht etwa per E-Mail übersandt, sondern der steht in der Ladung. Also die Parteien werden zu einer Videokonferenz in das Dienstzimmer des Vorsitzenden eingeladen. Und Herr Rinsdorf, das ist natürlich absolut klar, die Gütevereinbarung eignet sich dafür ganz hervorragend. Die Kammerverhandlung eindeutig weniger, weil sie einfach mehr Menschen beinhaltet. Ich denke, wir brauchen bei dieser Konzeption des § 114, Frau Voss-Kühler, keine große Technik. Wir haben keine Zuhörer, wir haben die Parteien, in der Regel zwei Anwälte, vielleicht zwei Parteien und den Vorsitzenden in der Güteverhandlung. Und das lässt sich mit dieser Technik, die Sie heute auch anwenden, unproblematisch machen. Und ich gebe Herrn Rinsdorf auch recht, in der Güteverhandlung, die ja nicht auf eine Entscheidung ausgerichtet ist, da lässt sich das, denke ich, noch besser erklären als in der Kammerverhandlung. Deswegen sehe ich es auch wie Sie, Herr Rinsdorf, die Kammerverhandlung ist das geeignete Instrument, die Güteverhandlung das geeignete Instrument. Die Kammerverhandlung würde ich nicht ausschließen wollen, aber sie ist einfach komplexer. Okay. Soweit mal zur Frage der Technik, Frau Voss-Kühler. Ja, herzlichen Dank, Herr Natter. Das war ja nochmal eine Klarstellung. Das heißt, es geht in der Kombination beider Vorschriften 114 Absatz 2 und 3, dass man von seinem Richterarbeitsplatz aus diese Sitzung macht und dazu einlädt. Und Sie präferieren das auch für die Güteverhandlung. Wir haben jetzt es geschafft, Herrn Walker telefonisch zuzuschalten. Und wir versuchen mal einfach, ihn über das Mikro an alle weiterzuleiten, sodass alle zuhören können bei dem, was er ausgearbeitet hat und uns zu dem Entwurf sagen möchte. Herr Walker, wir versuchen es mal auf diesem Weg. Ja, ich grüße Sie. Es tut mir leid, dass das Ganze hier bisher technisch nicht geklappt hat, aber unser Uninetz scheint durch die Abfrage digitaler Veranstaltungen durch Tausende von Studenten so belastet zu sein, dass ich dauernd aus dem Netz rausgeflogen bin. Ich habe die vorherigen Vorträge auch allenfalls fragmentarisch gehört, weiß deshalb nicht, ob ich irgendwas wiederhole, aber ich weiß ja, wozu ich was sagen will. Also ich will kurz ein paar allgemeine Bemerkungen zu dem Gesetzentwurf machen, dann einzelne Vorschläge aufgreifen und zum Schluss ein Gesamtfazit ziehen. Also zunächst eine allgemeine Bemerkung. Das Ziel, die Funktionsfähigkeit der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit auch in Zeiten pandemiebedingter Beschränkungen zu gewähren, kann natürlich nur begrüßt werden. Das gilt im Übrigen aber nicht nur für die Arbeitsgerichtsbarkeit, sondern auch für die ordentlichen Zivilgerichte, etwa wenn es um Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern um den Bestand von Mietverhältnissen geht. Wenn zur Erreichung des Zieles verstärkt auf Videotechnik zurückgegriffen wird, überrascht das natürlich nicht, weil die in allen Lebensbereichen jetzt verstärkt voranschreitende Digitalisierung unabhängig von der Covid-19-Pandemie auch vor der Justiz nicht Halt machen wird und in Zukunft sicher den Ablauf von Gerichtsverhandlungen beeinflussen wird. Es bedarf allerdings einer gründlichen Prüfung, ob die dafür hier vorgeschlagenen Mittel nicht so verfassungsrechtlich abgesicherte Verfahrenspositionen beeinträchtigen, dass der Rechtsschutz dadurch zwar vielleicht schneller, aber im Ergebnis schlechter wird.
Die folgenden Anmerkungen will ich gar nicht verfassungsrechtlich aufziehen, aber Sie werden merken, dass bei manchen Punkten ich doch Bedenken unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit habe. Zudem stellt sich die Frage, ob die praktische Umsetzung des Gesetzes wirklich so gut und schnell realisierbar ist, wie der Gesetzgeber sich das offenbar vorstellt. Jedenfalls liest und hört man immer davon, dass von der Möglichkeit nach § 128a ZPO unter anderem deshalb so wenig Gebrauch gemacht worden ist in der Vergangenheit, weil die technischen Voraussetzungen dafür bei den meisten Gerichten, von den technischen Voraussetzungen bei den Parteien ganz zu schweigen, gar nicht vorhanden sind. Und damit stellt sich die Frage, ob die Umsetzung des Gesetzes nicht für die Pandemie, die jetzt aktuell ist, zu spät kommt. Zwar weiß keiner, wie lange die dauert, aber jedenfalls kann ich berichten, dass die hessischen Universitäten, aus derzeitiger Sicht natürlich, planen, am 2. Juni wieder mit dem Einstieg in die Präsenzveranstaltungen zu beginnen. Das wird noch nicht dann alles so laufen wie vorher, aber wenn Universitätsveranstaltungen mit so vielen Teilnehmern möglich sind, dann wird kaum noch ein Grund bestehen, warum Gerichtsverhandlungen mit Präsenz von Parteien und Richtern im Gerichtssaal nicht mehr möglich sein sollen. Für zukünftige Pandemien wird das Gesetz aber zu spät kommen, weil es bis zum 31.12.2020 befristet ist. Und damit besteht die gute Möglichkeit, dass es überhaupt keine Wirkung haben wird. Die Befristung zum 31.12.2020 habe ich übrigens nicht ganz verstanden, denn das Gesetz soll ja nach den Tatbestandsvoraussetzungen ohnehin der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die ebenso wie die Beendigung dieser Lage durch einen Bundestagsbeschluss festgestellt werden muss. Nun zu den wichtigsten Einzelvorschlägen. Ich beginne mal mit der Anordnung von Videoverhandlungen. Der Unterschied zu 128 AZPO liegt ja darin, dass das vom Gericht angeordnet werden kann, ohne Einverständnis der Parteien. Ich kann das nur so verstehen, dass dabei offenbar davon ausgegangen wird, dass mündliche Verhandlungen mit Präsenz zurzeit wegen des Gesundheitsschutzes nicht stattfinden können. Schon dieser Ansatz erscheint mir zweifelhaft. Jedenfalls kann ich berichten, dass das hessische Justizministerium darauf besteht, dass mündliche Prüfungen im Staatsexamen trotz aller derzeitigen Beschränkungen durchgeführt werden. Meine letzte hatte ich gestern in einem Gerichtssaal, in einer Besetzung, die einer normalen Kammerverhandlung beim Arbeitsgericht entspricht. Also drei Prüfer mit fünf Kandidaten. Man spricht sich 3 bis 4 Stunden netto die ganze Zeit gegenseitig an. Zwischendurch wird die Tür aufgemacht. Man macht Pausen. Die Prüfer ziehen sich zu den Beratungen zurück, auch zu der Endberatung. Also das läuft so ähnlich schon ab wie eine mündliche Verhandlung. Natürlich ist der Durchlauf von Personen nicht so groß wie bei den Gerichtsverhandlungen. Das ist schon klar. Trotzdem erscheint es mir zweifelhaft, dass man damit argumentieren kann, sowas muss stattfinden können, während Gerichtsverhandlungen nicht stattfinden können. Das gilt auch, wenn man berücksichtigt, dass natürlich mögliche Kontakte von Parteien, Prozessvertretern und Zeugen beim Zugang zum Gericht und auf den Gerichtsfluren eine Gefahr bedeuten können, aber das kann kein ernsthaftes Hindernis sein. Wenn jeder Discounter es schafft, mit minimalem Personaleinsatz für einen geordneten Zugang der Kundschaft zu den Ladengeschäften und zur Einhaltung der Abstandsregeln im Laden zu sorgen, dann kann die Justiz kaum überzeugend damit argumentieren, dass sie dazu nicht in der Lage ist. Davon abgesehen stellt sich die Frage, wer durch den Zwang zu einer Videoverhandlung eigentlich geschützt werden soll. Wenn beide Prozessparteien, davon geht offenbar der Gesetzentwurf aus, vor allem daran interessiert ist, einen besonders schnellen Rechtsschutz zu bekommen und dafür eher auf eine Präsenzverhandlung zu verzichten, dann ist das schon nach der derzeitigen Gesetzeslage möglich. Wenn beide Prozessparteien keinesfalls auf eine mündliche Verhandlung mit Präsenz im Gerichtssaal verzichten wollen, besteht kein Grund, sie zu einer Videoverhandlung zu zwingen. Sie brauchen nicht vor sich selbst geschützt zu werden. Übrig bleibt allein die Konstellation, dass lediglich eine Partei auf einer Präsenzverhandlung besteht.
und zwar möglicherweise aus guten Gründen besteht, weil sie keine Erfahrung im Umgang mit dieser Technik hat, weil sie Ängste hat, jedenfalls Unbehagen bei einer Führung dieser Verhandlungen sich unterlegen fühlt und deshalb gehemmt ist, ihre Interessen so wie bei einer Präsenzverhandlung zu vertreten. Soll dann wirklich es gerechtfertigt sein, im einseitigen Interesse einer Partei eine möglichst zügige Videoverhandlung anzuordnen? Ferner stellt sich die Frage, wie und in welchem Verfahren geprüft werden soll, ob eine Partei in der Lage ist, die notwendigen technischen Voraussetzungen für eine Videoverhandlung vorzuhalten. Das geht ja nicht nur um die Geräte, sondern es geht auch um die Internetgeschwindigkeit, die zur Verfügung steht. Wenn diese Prüfung schon eine ganze Zeit dauert und geprüft werden muss es, der Richter kann ja nicht einfach von seinem Schreibtisch aus eine Ermessensentscheidung treffen und eine Videoverhandlung anordnen, dann kann der damit verbundene Aufwand und Zeitablauf im Ergebnis so sein, dass man dann auch gleich auf die nächste mögliche Präsenzverhandlung gewartet hätte. Ganz abgesehen davon, ist es wirklich so, dass jemand, der die technischen Voraussetzungen für eine Videogerichtsverhandlung vorhalten kann, dazu verpflichtet werden kann, nur weil er dazu in der Lage ist? Oder muss nicht der Staat, der das Rechtsprechungsmonopol hat und den Justizgewährungsanspruch zu erfüllen hat, dafür sorgen, dass ordnungsgemäße Gerichtsverhandlungen ablaufen können? Insgesamt sprechen aus meiner Sicht mehr Gründe gegen die weitere Verfolgung dieses Vorschlags, dass das Gericht Videoverhandlungen anordnen kann. Der zweite Punkt betrifft den Verzicht auf Präsenz der ehrenamtlichen Richter. Die erste Frage, die sich da für mich stellt, ist: Ist das wirklich aus Gründen des Gesundheitsschutzes erforderlich? Die beiden ehrenamtlichen Richter haben doch keine andere Funktion als die beiden Mitprüfer in einer Examensprüfung, die neben dem Kommissionsvorsitzenden da sind. Eine relevante Gesundheitsgefahr für andere stellen sie nicht dar, und dass sie selber in einem anderen Maße Gesundheitsgefahren ausgesetzt werden als die Personen, die es sonst so gibt, das ist nicht zu erkennen. Dass die Zuschaltung der ehrenamtlichen Richter über Video ihrer Teilnahme an einer Verhandlung im Gerichtssaal nicht gleichwertig ist, dürfte kaum zu bestreiten sein. Dabei geht es ja nicht nur um den persönlichen Eindruck von der Glaubwürdigkeit eines Zeugen oder einer Partei, auch die Ernsthaftigkeit und Konzentration der Teilnahme an der Verhandlung dürfte jedenfalls dann, wenn man aus einem Raum mit privatem Ambiente in die Kamera blickt, nicht in gleicher Weise gewährleistet sein, wie bei der Präsenz in einem gegen Ablenkung weitgehend geschützten, nüchternen Gerichtssaal. Wenn aber die ehrenamtlichen Richter sich von zu Hause erst zu einem gerichtsadäquaten Ort begeben müssen, um dann von dort aus der Verhandlung zu folgen, ist damit nicht viel gewonnen. Aus mehreren Gründen ist auch die Beratung des Spruchkörpers in der Form, dass die ehrenamtlichen Richter von anderen Orten per Video zugeschaltet werden, aus meiner Sicht problematisch. Es ist unklar, wie die in der Gesetzesbegründung angesprochenen organisatorischen Maßnahmen zur Sicherung der Vertraulichkeit aussehen sollen. Ob am Ort der Videozuschaltung dritte Personen mithören können oder möglicherweise sogar dritte Personen im selben Raum sind und den Richter möglicherweise durch Gesten beeinflussen können, ist letztlich nicht überprüfbar. Dass auch eine gegenseitige Überzeugungsbildung unter den Richtern dann, wenn sie sich nicht Auge in Auge gegenüber sitzen, sondern nur über die gesicherte Ferne einer Videoschaltung miteinander verbunden sind, nur mit Einschränkungen möglich ist, dürfte auch kaum zu bestreiten sein. Deshalb stehe ich auch diesem Vorschlag eher kritisch gegenüber. Der mögliche Ausschluss der Öffentlichkeit kommt unter ganz engen Voraussetzungen. Im Gesetz ist von der Gefahr für die öffentliche Ordnung die Rede, schon nach dem geltenden § 52 Arbeitsgerichtsgesetz in Betracht. Nach dem Referentenentwurf soll diese Ausschlussmöglichkeit offenbar weitergehen. Die Begründung des Gesetzentwurfs dafür ist insoweit eher dünn. Ein geordneter Zugang sowie ein Einhalten des Abstandsgebots in den Gerichtssälen lassen sich durchaus organisieren, gegebenenfalls unter einer quantitativen Begrenzung der Öffentlichkeit. Im Übrigen
Gibt es sicher auch zumindest vereinzelt Gerichtsgebäude, in denen die Öffentlichkeit in einem benachbarten Raum platziert werden kann und über Monitore der Verhandlung folgen kann. Die Aussage in der Gesetzesbegründung, Gesundheitsschutz geht im Öffentlichkeitsgrundsatz vor, die teile ich, aber sie trifft gar nicht den Kern des Problems. Eine sinnvoll organisierte Öffentlichkeit beeinträchtigt den Gesundheitsschutz nämlich gar nicht. Ein Wort zum Schluss noch zur beabsichtigten Verlängerung der Klagefrist für Kündigungsschutzklagen. Warum diese Verlängerung pandemiebedingt erforderlich sein soll, ist jedenfalls in der Gesetzesbegründung nicht hinreichend dargelegt. Das passt im Übrigen auch gar nicht zu dem Gesamtkonzept des Gesetzes, Rechtsschutz in einer schnelleren Zeit zu gewähren. Diejenigen Arbeitnehmer, die wirklich pandemiebedingt nicht in der Lage sind, die 3-Wochen-Frist einzuhalten, werden schon über § 5 Kündigungsschutzgesetz geschützt. Und wenn man der Ansicht ist, dass diese Norm Lücken enthält, dann würde es sich eher anbieten, daran zu reformieren, als den hier vorgeschlagenen Gesetzentwurf zu verfolgen. Im Übrigen sehe ich durchaus eine ernsthafte Gefahr, die darin liegt, dass bei einer vorübergehenden Verlängerung der Klagefrist auf 5 Wochen, dann, wenn diese außer Kraft tritt, spätestens am 31.12., der eine oder andere Arbeitnehmer das nicht mitbekommt und auf diese Art und Weise Nachteile erleidet. Zum Schluss eine Gesamteinschätzung, abgesehen mal von den Bedenken gegen die Einzelvorschläge des Gesetzes. Sehe ich die Gefahr, dass eine derartige, unter dem Druck der gegenwärtigen Pandemie, schnell, salopp gesagt, aus dem Boden gestampfte Regelung den Einstieg in den Ausstieg aus der bisherigen Qualität des gerichtlichen Rechtsschutzes bedeutet. Sollten die Vorschläge nämlich tatsächlich über eine gewisse Zeit praktiziert werden, ohne dass es große Beschwerden gibt, wird die Verlockung groß sein, schlicht zum Zweck der Kosteneinsparung die Präsenzverhandlungen im Gerichtssaal und sogar die Beratung unter den Richtern unter Einschränkung des Öffentlichkeitsgrundsatzes durch Videoverhandlungen zu ersetzen. Aber eine Rückkehr zu Geheimverhandlungen mit begrenztem rechtlichen Gehör will doch wohl niemand. Deshalb spricht aus meiner Sicht viel dafür, das gesamte Gesetzesvorhaben nicht weiter zu verfolgen, auch wenn einzelne hier jetzt von mir nicht angesprochene Punkte durchaus sinnvoll und praktikabel sein sollten. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Ja, auch Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Weigert. Also wir haben es hier gut verstanden. Ich hoffe, es ist auch in der Republik überall gut angekommen, Zuhörer vor Ihren Geräten. Ja, ich selber höre Sie allerdings, wenn ich das noch sagen darf, nur so fragmentarisch, dass ich wahrscheinlich nicht sinnvoll an dem Wir können es versuchen. Wir können es ja jedenfalls versuchen. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Wir haben schon einige Fragen in dem Chat, die uns zugeleitet worden sind. Und die möchte ich auch mit einer eigenen Frage von mir verknüpfen. Eberhard Natte hat wahrscheinlich, den brennt es wahrscheinlich schon jetzt hier zur Stellung zu nehmen. Ich will noch mal ein bisschen auf die Technik zu sprechen kommen. Eine Frage, die uns gestellt wurde, lautet, wie kann beim Einsatz der gängigen Videokonferenzprogramme eine Aufzeichnung der Online-Programme verhindert werden? Das ist ja eine ganz wichtige Frage, auch eine datenschutzrechtliche Frage, und die betrifft nun nicht nur die mündliche Verhandlung selbst, sondern vielleicht noch viel wichtiger auch die Abstimmung und die Beratung der Richter untereinander. Das ist ja schon im Grunde ganz einfach, sowas dann aufnehmen zu können. Das habe ich in der Situation, wenn ich live nebeneinander sitze, nicht. Haben Sie daran gedacht, als dieser Entwurf geschrieben wurde? Und dazu kommt vielleicht auch generell nochmal die Frage nach dem Datenschutzrecht, denn anders als in einer normalen mündlichen Verhandlung, die auch öffentlich ist, wo ich auch Sachen sagen muss, besteht ja hier die Möglichkeit, die Sachen eben zu speichern, weiter zu verbreiten, aufzuzeichnen. Das sind ja ganz, ganz andere datenschutzrechtliche Gefahren, als ich sie normalerweise habe. Wenn die Frage natürlich Jetzt höre ich Sie. Ja, dann beginne ich nochmal. Ein Wort doch zu Herrn Walter, die Technik kommt zu spät. Dem ist nicht so.
Es ist so, dass Kollegen und Kolleginnen in Baden-Württemberg bereits auf der Basis des Paragraphen 128 ZPO solche Videoverhandlungen erproben. Das geht natürlich nur, wenn niemand im Zuhörerraum sitzt. Und das ist zurzeit in Baden-Württemberg in den Sälen der Fall. Das heißt, man kann einladen zu einer Videoverhandlung in einem ganz normalen Sitzungssaal, die bisher ja auch frei waren und hat schlicht gewartet, ob Öffentlichkeit kommt. War das nicht der Fall, hat man die Konferenztechnik angeworfen. Das hat funktioniert. Also in Baden-Württemberg würde das gehen. Aber, ja, jetzt aber zu wie Ihrer das? Frage. Ja. Ja, zu Ihrer Frage. Wir haben uns das natürlich auch überlegt und wir haben, ich sagte ja schon, ich bin kein Techniker, wir haben uns angesehen, was bieten diese Programme, und das heißt durchweg, sie bieten eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und damit müsste es eigentlich ausgeschlossen sein, wenn die Datenschützer das bitte aber prüfen mögen, dass man von außen in diesen virtuellen Verhandlungsraum eindringt oder sogar, was natürlich eine Katastrophe wäre, in das Beratungszimmer, das virtuelle, und dort abhört. Das müsste eigentlich ausgeschlossen sein. Das Mitschneiden von Verhandlungen durch die Parteien selbst, das kann ich wahrscheinlich nicht verhindern, aber das kann ich auch in einem realen Sitzungssaal. Es gibt immer wieder Fälle, in denen rechtswidrig Verhandlungen mitgeschnitten werden, aus Gründen, die einfach nicht legal sind, und dass dann Verhandlungen, innerhalb der Verhandlungen in die Öffentlichkeit gebracht werden. Also so würde ich Ihre Frage beantworten. Meines Erachtens ist das möglich, wenn man den Ankündigungen der Hersteller glaubt, aber das müssten bitte die Schützer noch einmal prüfen. Vielleicht noch eine Bemerkung, das Aufzeichnen ist natürlich in der virtuellen Situation, wenn man sich nicht im Gerichtssaal befindet, viel, viel einfacher möglich, als wenn ich da vor dem Gericht sitze und auch beobachtet werde. Also ich sehe da schon, ich persönlich sehe da schon sehr große Gefahren und ich glaube, das müsste man sich noch mal näher anschauen. Wenn ich noch eine ergänzende Frage stellen darf, die betrifft vielleicht dann auch jetzt erstmal Eberhard Natter. Ich muss ja, wenn ich nach 114 Absatz 1 oder 2 vorgehen würde, trotzdem die Öffentlichkeit sicherstellen. Auch darauf zielt eine Frage, die uns gestellt worden ist. Wenn Leute im Verhandlungssaal sitzen und dann zuhören möchten, wie können die eigentlich dann der Videoübertragung folgen? Gibt es da Erfahrungen zu dann in Baden-Württemberg? Dafür reicht es ja wahrscheinlich nicht, dass der Richter seinen Laptop ein bisschen dreht und auf laut stellt. Da braucht man ja wohl dann besondere Bildschirme und vielleicht auch weitere Lautsprecher im Sitzungssaal. Die beiden Formen schließen sich aus. Also wenn der Vorsitzende feststellt, ist eine Öffentlichkeit da, das sagte ich schon in meinem Statement, dann muss er sich entscheiden, ob er die Verhandlung so durchführt oder nicht. Also wenn eine Verhandlung einfach öffentlichkeitsträchtig ist, würde ich das nie im Leben wegen der Videoverhandlung machen, sondern ich würde jetzt normal laden. Man muss damit rechnen, dass die Sitzungssäle in Baden-Württemberg extrem wenig Platz bieten. Also der große Sitzungssaal des LAG bietet gerade noch 7 Zuhörerplätze. Und daher auch die Bemerkung an Herrn Walker. Wir haben schlicht zu wenig Verhandlungssäle. Es lässt sich nicht gewährleisten, in dem bisherigen Takt, wie bislang üblich, Verhandlungen anzuberaumen. Das heißt, die Idee, man soll einfach nur terminieren, das funktioniert überhaupt nicht. Die Vorsitzenden brauchen viel länger und sie haben viel zu wenig Verhandlungssäle. Daraus entsteht ja der Druck, die Verhandlungen in das Dienstzimmer des Vorsitzenden zu verlagern, das sehr klein ist in der Regel. Und dort ist es außerordentlich schwer, einen Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Wir sichern den Schutz in den Sitzungssälen durch Plexiglasscheiben und so weiter, aber nicht in den Dienstzimmern der Vorsitzenden. Da liegt es natürlich nahe, vom Land Baden-Württemberg zu verlangen, dass sie ausreichend, zahlenmäßig ausreichend und auch ausreichend große Sitzungssäle zur Verfügung stellen, würde ich jetzt sagen. Also die Gegebenheiten müssen, glaube ich, dem Prozessrecht folgen und nicht das Prozessrecht den Gegebenheiten. Aber da kann man wahrscheinlich drüber streiten. Birgit? Ja, eine weitere Frage aus dem Publikum. Zur Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen, die zwar nicht in der deutschen Verfassung, aber menschenrechtlich, nämlich in Artikel 6 Europäischer Menschenrechtskonvention und im UN-Zivilpakt abgesichert ist. Also eine Frage nach der rechtlichen Wertung, die sich vermutlich am ehesten an Herrn Kämmerer richtet. Sind diese Neuerungen, die vorgesehen sind, vereinbar mit
den Rechtsnormen aus übernationalem Recht? Ja, hier gilt eigentlich nichts anderes als für das Grundgesetz auch. Das sind ja keine anderen Grundsätze. Im Grundgesetz haben wir das Rechtsstaatsprinzip, da steht die Öffentlichkeit zwar nicht explizit drin, aber natürlich die Mitte umfasst und alles, was an Artikel 6 Absatz 1 EMRK und im UN-Pakt steht, das ist etwa inhaltsgleich mit dem, was die Öffentlichkeit nach dem Grundgesetz auch verlangt. Einschränkungen sind natürlich nach der EMRK in gewissen Grenzen ebenso möglich. Ich würde sagen, vom Standard her ist das genau das Gleiche. Die EMRK hat natürlich keinen Verfassungsrang, sondern nur den Rang eines einfachen Gesetzes. Aber wir müssen auch das Grundgesetz völkerrechtsfreundlich interpretieren. Das heißt, immer wenn wir dann darüber nachdenken, was verlangt das Rechtsstaatsprinzip von uns mit Blick auf die Öffentlichkeit, muss hineinkommen, was die EMRK von uns verlangt. Und da die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, das ist ein wichtiges Prinzip. Und wir haben auch die Landesverfassungen. Also ich habe mir jetzt mal die bayerische Landesverfassung geschaut. Da steht, dass die Öffentlichkeit gilt. Die Öffentlichkeit kann eingeschränkt werden aus Gründen der Staatssicherheit und der öffentlichen öffentlichen Sittlichkeit. Aber andere Gründe sind da auch nicht genannt. Also man ging einfach schon davon aus, dieser Wert ist relativ hoch als Verfassungswert, wo er denn geschrieben ist. Und auch wenn das Grundgesetz das nicht schreibt, es meint, dass dieser Wert eine hohe Bedeutung hat. Das heißt, Sie sagen, Artikel 6 EMRK wird reingelesen sozusagen in das Rechtsstaatsprinzip und in den Öffentlichkeitsgrundsatz, der aus diesem Rechtsstaatsprinzip resultiert. Oder wird im Das müssen wir tun. Ausgelegt, genau, weil... Ja, das müssen wir tun, weil wir für die Grundrechte ist das sowieso klar. Die Grundrechte müssen im Lichte der EMRK, wenn das möglich ist, unter Berücksichtigung der EMRK, sagt das Bundesverfassungsgericht, gelesen werden. Und für die Prinzipien wie das Rechtsstaatsprinzip gilt das nicht anders. Das heißt, das muss harmonisiert werden, aber ich sehe hier auch kein Problem, nur weil es in der EMRK geschrieben ist und im Grundgesetz umgeschrieben ist, da kein Problem. Okay, vielen Dank. Es kommt hier eine hübsche Frage rein. Die hier bestehenden technischen Probleme zeigen doch deutlich, dass eine reguläre Verhandlung unter diesen Bedingungen nicht möglich ist. Das ist tatsächlich so. Und deswegen meine Frage an alle drei, die uns noch zugeschaltet sind. Herr Walker ist mittlerweile nicht mehr dabei. Wie geht das Gericht oder wie müsste das Gericht dann eigentlich mit solchen Situationen umgehen? Wenn jemand gar nicht reinkommt, ist das vielleicht auch nochmal sogar eine spezielle Frage. Aber was passiert eigentlich mit diesen ständigen kleinen Störungen? Man versteht niemand nicht richtig, es kommt immer wieder zu Aussetzern, zu Tonproblemen, was auch immer. Das ist ja keine reguläre Gerichtsverhandlung mehr. Herr Natter, haben Sie da eine Idee, wie man damit umgeht? Oder ist das nicht auch ein Punkt, der dann doch vielleicht auch wieder gegen den Entwurf spricht? Und von dem 128a wird ja sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. Das hat vielleicht auch damit was zu tun, dass es einfach nicht funktioniert. Nein, das hat damit nichts zu tun, Herr Jakobs. Der 128a wird deshalb nicht genutzt, weil er große Technik erfordert, eben den großen Bildschirm, den ich hier habe, aber der in keinem Gerichtssaal sonst steht. Diese Erfahrung, die Videokonferenztechnik, habe ich auch schon gemacht. Es ist eine... Die Frage, ob man im Vorfeld sowas sorgfältig checkt, das wird von den Kollegen, die den 128a ZBO bereits ausprobiert haben, technisch natürlich gemacht. Sie fragen nicht einfach unbedarft bei den Anwälten an, wollte mit uns eine Videoverhandlung machen, sondern sie testen das vorher. Wir haben das zum Beispiel mit Südwestmetall versucht. Da hat es mit einem System schlecht geklappt, mit einem anderen System, ich mache jetzt keine Schleichwirkung, klappt es besser. Da muss man schlicht sehen, wie man die Erfahrungen sammelt und das soll ja auch in dieser Zeit geschehen. Und nochmals, die Technik kommt nicht zu spät. Sie wird in Baden-Württemberg bereits praktiziert mit dieser kleinen Technik ohne große Bildschirme und eben schlicht in der, ich würde mal sagen, Hoffnung, dass Zuhörer sich nicht einfinden. Denn sobald Zuhörer da sind, läuft das über den 128 AZBO eben nicht mehr. Aber da muss ich mal kurz einhaken. Ich muss doch die Öffentlichkeit nicht nur für einen Einzelfall herstellen, ich muss auch generell für Öffentlichkeit sorgen. Es kann ja auch sein, dass irgendwann plötzlich jemand reinkommt. Wollen Sie dann einfach den Laptop zuklappen und sagen, wir hören heute auf und machen demnächst live weiter? Also ich muss doch abstrakt dafür sorgen, dass Öffentlichkeit da ist.
Ja. Herr Jakobs, in den Fällen, die ich jetzt zitiert habe von meinen Kollegen, da wäre das in der Tat konsequent. Wenn in diesen Sitzungstagen kommen, müsste man aufhören. Wenn man so die neue Vorschrift, hört man mich? Ich bis Herr Jakobs? Jetzt höre ich wieder. Ich auch. Also noch einmal, wenn man die Technik über den Paragraphen 128a ZPO einsetzt, müsste man in der Tat die Verhandlung beenden, weil man das nicht mehr gewährleisten kann, die Öffentlichkeit einzubinden. Wenn wir die neuen Vorschriften haben, also 114 Absatz 3 nutzen können, dann könnte der Vorsitzende schlicht sagen, ich sitze in einem kleinen Dienstzimmer, hier kann ich den Gesundheitsschutz nicht gewährleisten, ich schließe die Öffentlichkeit aus. Und damit könnte er die Verhandlung von vorne bis nach hinten mit dieser kleinen Technik durchführen. Ist das wirklich so einfach? Weil ich meine, man kann ja auch überlegen, das ist auch gefragt worden, ob man doch mit Plexiglasscheiben arbeitet, ob man vielleicht statt 7 Leuten dann nur 3 Leute reinlässt und im Sommer jedenfalls das Fenster aufmacht. Also gibt es da nicht noch doch andere Möglichkeiten? Also dann gleich auf den Absatz 3 zu springen, das scheint mir vielleicht ein bisschen vorschnell. Ja, da gebe ich zu, wenn ich die Sitzung in meinem Dienstzimmer durchführen würde, das angemessen groß ist, dann würde das gehen. Es gibt im LAG-Dienstzimmer, da würde ich sagen, da ist das ausgeschlossen, diesen Durchlauf an Personen durch ein Richterzimmer zu praktizieren. Also ich meine auch, Herr Jakobs, der Gesundheitsschutz, der kommt mir ein bisschen zu kurz in dieser Diskussion. Ich habe viele Gespräche geführt mit Beschäftigten, mit Kolleginnen und die Befindlichkeiten sind extrem unterschiedlich. Es gibt Kollegen, die sagen, ich habe kranke Eltern zu Hause. Die sind 80, 85 und ich kann es nicht verantworten, hier auch nur irgendein Risiko einzugehen. Und vor solchen Kollegen, da muss ich doch den notwendigen Respekt mitbringen, dass ich nicht sage, ihr müsst die Verhandlungen in diesem kleinen Raum machen. Da muss ich doch eine Chance bieten, wie man hier rauskommt. Entweder hat man einen großen Saal, der bereitgestellt wird, oder er ist einfach nicht da, dann muss man diesen Weg gehen. Ja, wir kommen sicherlich nochmal auf ähnliche Fragestellungen zurück. Einen Punkt wollte ich einschieben, der betrifft die Kommunikation zwischen Anwälten und Parteien bei einer solchen Verhandlungsform, bei einer solchen virtuellen Verhandlung. Wie ist es möglich, dass sich die Parteien mit ihren Anwälten zurückziehen zum Gespräch? Und ist das eigentlich adäquat dann der Verhandlungssituation und der Bedeutung, die ein solches Verfahren für die Parteien hat? Das ist eine Frage, die richtet sich am allerschönsten an Herrn Walker, aber der ist raus. Also, wir fragen mal Herrn Rinsdorf, denn er ist ja als Anwalt derjenige, der darauf angewiesen ist, mit seiner Partei in Kontakt zu bleiben, zu sein und das zu tun, womit auch seine Partei einverstanden ist. Ja, also ich denke, ein pragmatischer Weg, wenn wir dann in der Situation wären, ist derjenige, wenn das jedenfalls Mandant und Anwalt verantworten können, dass man sich eben vor Ort in der Kanzlei in den Besprechungsraum trifft und es dort von zwei Rechnern aus macht. Und dann müsste man allerdings die Möglichkeit haben, aber das ist, glaube ich, ein Standard bei tatsächlich jedem Konferenzsystem, dass ich sowohl meine Video- als auch meine Audio-Übertragung ausschalten kann und dann halt mich konferieren. Das ist, glaube ich, eine Frage der Möglichkeit. Also ich brauche jetzt mal eine Auszeit. Was natürlich nicht gehen wird, ist dieses kurz quasi mal flüstern, aber hinter vorgehaltener Hand kurz was besprechen, dieser ganz schnelle Austausch. Aber das Problem haben wir ja auch, wenn wir jetzt in diesen Corona-Zeiten vor Ort sind, da könnten wir auch, sitzen wir auch 1,50 Meter auseinander. Und dann ist vielleicht sogar im Videobereich das sogar viel, viel schneller, sich mal eben kurz zurückzuziehen und zu unterbrechen und zu beraten, als das in der Präsenzverhandlung wäre. Schwieriger wird das natürlich tatsächlich, wenn der Mandant möglicherweise auch, weil der Risikogruppe ist, sagt, ich bewege mich nicht aus meiner Wohnung weg, ich komme nicht in die Kanzlei, dann müsste man letztlich immer noch ein zweites paralleles Kommunikationssystem aufbauen, damit man halt einen tatsächlich ungestörten Kommunikationskanal hat. Und das ist dann halt weiter zusätzlicher technischer Aufwand. Ich glaube, das kommt dann sehr auf den Mandanten an, den man da hat. Also immerhin, ja gut, vielleicht das alles auf einem Rechner mit zwei Systemen, das müsste eigentlich bei vielen funktionieren. Und wenn man technisch versierte, wohlhabende Menschen hat, die werden das alle vermutlich können, ne? Aber es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Mandanten, mit dem man das definitiv nicht mehr machen kann. Da guckt man dann halt schon. Da hat man ein Problem. Das weiß ich auch nicht, wie man das dann lösen will. Ich denke, 70, 80% der Fälle wird man damit bewältigen können.
Aber der Rest kann schon problematisch werden. Vielleicht weniger, aber das, was anderes fällt mir da nicht ein. Wir müssen da ja auch improvisieren. Okay, ja, vielen Dank. Ja? Ja, na klar, gerne, sehr gerne. Ich sehe das wie Herr Rindstorff. Das ist ein Problem, das man einfach sehen muss. Es gibt natürlich die Situation dieser von Ihnen bezeichneten geflüsterten Rücksprache, das wird nicht so ohne weiteres gehen. Aber die Konferenzsysteme erlauben es, dass man sich sozusagen in einen virtuellen Warteraum begibt und dann wieder hineinkommt. Wenn der Mandant ein Risikopatient ist, dann wird er wahrscheinlich alles tun, um nicht in den Gerichtssaal gehen zu müssen. Dann wird er wahrscheinlich sagen, Herr Rindstorff, gehen Sie alleine hin, machen Sie einen Vergleich und dann reden wir drüber. So wird es wahrscheinlich laufen. Die Videokonferenz ist dann wahrscheinlich noch der bessere Weg in diesem Fall, weil wenn Sie den Mandanten nicht zwingen können, in den Gerichtssaal zu gehen, dann müssen Sie eh Rücksprache mit ihm halten, müssen einen Terminsbericht machen und dann mit ihm die ganze Sache besprechen. Ja, das okay. So ist es. Also ich glaube, das ist auch nicht der Hauptpunkt, weswegen ich zu dem System Nein sagen würde, sondern die Konstellationen können sich ja tatsächlich auch sonst aus ganz anderen Gründen ergeben, dass man eben tatsächlich akut keine Möglichkeit hat zur Rücksprache mit Ansprechpartnern. Das hat man ja, in größeren Unternehmen, wenn man die vertritt, dann ist der eigentliche Entscheider auch nicht permanent verfügbar. Und dann kann man das 3-4 Mal versuchen, den irgendwie per Mobiltelefon zu erreichen. Das klappt dann auch. Also damit die Situation kann man ja umgehen und man kann es ja auch durch eine vernünftige Vorbesprechung so gut vorbereiten, dass man entscheidungsfähig ist oder jedenfalls ziemlich gut begründen kann, warum man das in diesem einzelnen Ausnahmefall nicht ist. Also ich glaube, das halte ich tatsächlich noch für beherrschbare Probleme. Also deswegen würde ich diesen System jetzt da würde ich jetzt mein Veto nicht deswegen einlegen, sondern das halte ich tatsächlich alles für lösbar in der großen Anzahl der Fälle. Deswegen würde ich jetzt nicht Nein zum System sagen. Okay, danke. Ich habe noch mal eine Frage zu 114 Absatz 2, vielleicht auch an alle drei. Welche Voraussetzungen für dieses in zumutbarer Weise die technischen Voraussetzungen vorhalten zu müssen? Was für Anforderungen sind da zu stellen? Kann ich jemanden zwingen, vielleicht ein bisschen zugespitzt formuliert, sich bessere technische Hardware zuzulegen, sich an einen Ort zu begeben, wo er gutes WLAN hat, was ja auch vielleicht dann nicht funktioniert, wie heute bei Herrn Walke, heute Vormittag hat es nämlich funktioniert. Und entsteht da nicht auch so ein bisschen so ein Ungleichgewicht möglicherweise zwischen den Parteien? Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass typischerweise vielleicht die Arbeitgeberseite da ein bisschen besser ausgestattet ist als eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer, die vielleicht noch ohne Rechtsanwältin oder Rechtsanwältin kommt. Gibt es da nicht auch Probleme? An alle drei. Nicht gerichtet. Alle drei gerne. Also ich würde natürlich sagen, deswegen gibt es Rechtsanwälte, an die man sich wenden kann. Ja, Anwaltspraxis vorhält, sollte man auch in der Lage sein, Konferenztechnik vorzuhalten, die das dann tatsächlich kann. Also die Schwierigkeiten liegen ja tatsächlich weniger bei der Hardware oder bei der Software, die man benutzt, sondern wenn Schwierigkeiten auftreten, dann ja eher tatsächlich in der Netzstabilität und der Verbindungsstabilität, wo dann keiner mehr was für kann und wo dann tatsächlich so eine Verhandlung möglicherweise platzen kann, weil einer auf einmal nicht mehr reinkommt, wie jetzt Herr Walker, der mit bestem Wissen und guter Technik angetreten ist und es trotzdem nicht funktioniert. Und dann hat man natürlich genau das Gegenteil von der Beschleunigung, die man wollte. Nur das wäre natürlich auch wieder am Ende Risikoeinschätzung. Wenn man sagen kann, es funktioniert in 90% der Fälle oder 95% der Fälle, finde ich jetzt auch, dass man wegen so einer Situation nicht sagen sollte, weil es vielleicht 5% Probleme gibt, machen wir das Ganze nicht. Ansonsten, klar, Naturalparteien, es kann Naturalparteien geben, die nicht technisch in der Lage sind, das abzubilden, die vielleicht tatsächlich darauf auch angewiesen waren, in die Geschäftsstelle des Gerichts zu kommen und dort bei Gericht zu Protokollen eine Akte einzureichen. Ich glaube aber schon, dass man auch als Richter ein Gespür dafür hat, zu gucken, was ist ein Fall, der wirklich sehr, sehr, gerade wenn jemand als Naturalpartei klagt, mit dort eben das Protokoll aufnimmt, dass man dann einfach stärker sensibilisiert ist. Während man, glaube ich, umgekehrt im üblichen Prozess sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite schon unterstellen kann, dass von der Kanzleiseite die notwendige Technik da ist. Also ich glaube, in dem Moment, wo Anwälte im Spiel sind, würde ich grundsätzlich erstmal sagen, funktioniert das technisch und kann man das auch verlangen? Also wir müssen ja auch sonst mit der Zeit gehen und haben ja auch in unserer außergerichtlichen Tätigkeit diverse Berührungspunkte mit all diesen Technologien. Und da ist man, glaube ich, auch schon wirtschaftlich falsch beraten, wenn man an der Stelle spart und das sich nicht leistet. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt inzwischen so exorbitant teuer ist, dass man das nur als
als international tätige Großkanzlei mit riesigen exorbitanten Umsätzen bezahlen kann, sondern das ist an sich alles wirtschaftlich vertretbar. Also an der Stelle hätte ich, wenn eben das Konferenzsystem gut funktioniert und eben diese datenschutzrechtlichen Bedenken und das alles gesichert ist, dann hätte ich an der Stelle jetzt keinen Schmerz. Darf ich noch mal einhaken an der Stelle, was die Terminologie des Gesetzes betrifft? Da ist von dem anderen Ort die Rede. Es ist nicht klar aus § 114 Absatz 2, wo die Verhandlung eigentlich stattfindet. Ist die Verhandlung der Ort, wo sich das Gericht, wo die Beisitzer möglicherweise noch sind, ist das möglicherweise das Gerichtsgebäude? Es wäre gut, wenn an der Stelle ein bisschen präzisiert werden könnte, damit auch die Fälle, von denen gerade die Rede war, vielleicht erfasst werden könnte. Wenn jemand in die Geschäftsstelle des Gerichts geht und dann möglicherweise etwas zu Protokoll gibt, müsste es doch eigentlich auch technisch möglich sein, in der Geschäftsstelle ein Terminal aufzubauen, von dem aus dann die Person, die sich möglicherweise nicht in der Lage sieht, finanziell und technisch die Voraussetzungen für eine digitale Kommunikation herzustellen, dann möglicherweise von diesem Ort zwar im Gerichtsgebäude mit dem Gericht ansonsten kommuniziert. Aber solange eben nicht klar ist, welches ist welcher Ort, ist es für mich sehr schwer zu sagen, was muss eigentlich von den Parteien vorgehalten werden. Müssen die Parteien es selber machen? Müssen sie nur dafür sorgen, dass sie irgendwo, und sei es im Gerichtsgebäude, Zugang finden? Hier wäre eine Präzisierung aus meiner Sicht. Frau Fuss-Pinner, darf ich dazu was bemerken? Na klar. Zur Bemerkung von Herrn Kämmerer. Ich meine schon, dass die ZPO klar sagt, wo sich das Gericht einzufinden hat, nämlich am Gerichtsort. Das steht in der ZPO. Es ist natürlich nicht geregelt, Herr Kämmerer, in welchem Zimmer. Und deswegen gibt es auch ja Traditionen, dass man die Güteverhandlungen in den Dienstzimmern der Richter macht, so etwa beim Arbeitsgericht Lörrach. Ich denke schon, dass der Vorsitzende dann bestimmen kann innerhalb des Gerichtsortes, also das Arbeitsgericht Lörrach, wo man sich dort trifft, und das wäre etwa sein Dienstzimmer. Die Diskussion schärft ja auch die eigenen Überlegungen, und ich bin mittlerweile über die Formulierung vorhalten kann gar nicht mehr so glücklich. Ob man nicht besser schreiben sollte, vorhält und auch auf die Formulierung in zumutbarer Weise, denn es geht ja nur darum, dass der Angefunkte sagt, ich habe einen Rechner mit Kamerafunktion. Er braucht ja keine eigene Videokonferenztechnik. Das stellt das Gericht zur Verfügung. Wenn der Kläger dann sagt, das kann ich nicht, das habe ich nicht, dann ist da meines Erachtens schon die Prüfung zu Ende. Ich würde es niemandem zumuten, einer Naturpartei, dass man jetzt hier einen Rechner beschafft. Ich glaube, da würde man völlig über das Ziel hinausschießen. Kleine Nachfrage dazu, Herr Natter. Halten Sie es überhaupt für, halten Sie diese Erweiterung der Befugnisse des Gerichts überhaupt für erforderlich? Also, dass das Gericht anordnen kann, dass eine solche Verhandlung stattfindet? Denn immer dann, wenn es angeordnet wird gegen den Willen der Parteien, ist doch auch zu befürchten, dass es Rechtsmittel gibt, die sich darauf stützen, dass die Öffentlichkeit nicht gewahrt ist. Führt zur nächsten Frage, welche Rechtsmittel, wie kann das geltend gemacht werden und welche Rechtsmittel kommen da in Frage? Ja, ich sagte ja schon in meinem Statement, ich bin gar nicht so sicher, ob wir Richter das brauchen. Ich möchte das an folgendem Fall veranschaulichen. Eine Kollegin hat einen Fall, der sehr zeitgebunden ist, möchte ich mal sagen. Und es gibt eine Partei, die ist sehr daran interessiert, dass der Prozess schnell läuft. Und es gibt eine Partei, die ist daran nicht interessiert. Und sie kam heute mit einem Verlegungsantrag. Und dieser Verlegungsantrag wird damit begründet, man sehe sich Corona-bedingt nicht in der Lage, an den Gerichtsort zu reisen. Man wolle nicht im Zug fahren und man wolle auch nicht fliegen. Und mit dem Auto, da sei man zu weit weg. Man könne ja auch nicht in Stuttgart übernachten. Da habe ich mich dann schon gefragt, hat dieser Verlegungsantrag vielleicht doch noch ein anderes Ziel? Ich möchte es den Prozessbevollmächtigten nicht unterstellen, aber man hat ja manchmal so das Gefühl, wenn wir nun reinschreiben, das Gericht kann gestatten, dann wird natürlich diese Partei sagen, ich möchte unbedingt persönlich an dieser Verhandlung teilnehmen. Dann steht die Vorsitzende vor der Wahl,
Verlegt sie oder verlegt sie nicht? Wenn sie verlegt, wenn sie sagt, es lässt sich ja nicht verneinen, dass hier eine gesundheitliche Gefährdung da ist, dann ist der Rechtsschutz der einen Partei weitgehend zunichte gemacht. Und das ist die Spannungslage. Also ich als Richter könnte ja sagen, mir ist es ja letztendlich egal, ob der Prozess übermorgen stattfindet oder in einem Jahr. Wann wird denn überhaupt diese Situation zu Ende sein? Sie hat dann mich gefragt, ja, wohin soll ich denn verlegen, wenn ich es verlege? In den nächsten Sommer oder in den Herbst? Das sind ja alles Dinge, die uns jetzt umtreiben. Und ich glaube, wir Richter könnten damit leben, aber ich weiß nicht, ob alle Parteien damit leben könnten, wenn wir sagen, es ist gestattet. Naja, aber wenn man Ihren Fall weiterspinnt, Herr Natter, diese Partei möchte nicht so unbedingt schnell zu einem Ergebnis kommen. Das jedenfalls ist Ihre Vermutung. Und Sie ordnen jetzt eine Videoverhandlung an. Dann wird die Partei sagen, sie hätte nicht die Möglichkeiten, an einer solchen Verhandlung teilzunehmen. Dann haben Sie jetzt nach der Neuregelung, die Chance anzuordnen, dass die Partei teilnimmt und würden das tun. Und was auch immer dann passiert, es käme zu irgendeiner Verhandlung mit Teilnahme oder ohne Teilnahme der Partei, mit VU oder ohne VU. Jedenfalls irgendwann würde diese Anordnung angegriffen und es würde gesagt, die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Videoverhandlung lagen nicht vor. Und dann haben Sie ja möglicherweise eine viel stärkere Verzögerung des Rechtsstreits, als wenn Sie schlicht noch 2 Monate abgewartet hätten, bis sich die Situation Corona-bedingt entspannt. Der Gesetzentwurf zieht ja ein Rechtsmittel vor. Und das Rechtsmittel wäre eine sofortige Beschwerde, die in der Entwurf. Und damit könnte man relativ zeitnah zu der Klärung der Frage kommen, ist die Anordnung des Vorsitzenden, der Vorsitzenden rechtmäßig gewesen oder nicht. Ich glaube schon, dass das nicht eine solche Verzögerung bedeuten würde, wie in dem von mir geschilderten Fall, wo man jetzt darüber nachdenkt, ja, wohin soll man denn den Rechtsstreit verlegen? In das nächste Jahr oder auch nur in den Herbst? Okay. Ich habe noch mal eine Frage, die auch aufgeworfen ist, die betrifft noch mal die ehrenamtlichen Richter. Und zum einen ist es eine technische Frage. Es wurde gefragt, ob nicht möglicherweise die Schutzvorkehrungen, datenschutzrechtlich, Schutz vor Aufzeichnung und so weiter, bei den ehrenamtlichen Richter etwas stärker sein müssen als für den 114 Absatz 2. Und dann ist noch eine Frage aufgekommen, die betrifft auch den 114 Absatz 1. Die ehrenamtlichen Richter werden hier ja anders als die Berufsrichter behandelt, obwohl sie nach dem Grundgesetz Richter sind. Warum behandle ich eigentlich die Richter hier unterschiedlich? Wodurch ist das gerechtfertigt? Sind die ehrenamtlichen Richter Richter zweiter Klasse? Auch die Gesetzesformulierung ist so ein bisschen seltsam. Da steht, die wohnen der Verhandlung bei. Also die sind Teil des Richterkollegiums, die wohnen, glaube ich, nicht bei. Das wäre meine Frage, wie das zu verstehen ist. Geht vielleicht auch an Eberhard Natter. Ja. Und das Verfassungsrecht, ja. Da kann vielleicht Axel Kämmerer was zu sagen, dass die Richter hier unterschiedlich behandelt werden. Gibt es da einen Grund für, einen sachlichen Grund? Aber wir können ja mit Eberhard Natter mal anfangen. Gut. Soll ich anfangen, Herr Jakobs? Ja. Ja. Vielen Dank. Ja, ich möchte noch mal betonen, die Beteiligung ehrenamtlicher Richter am arbeitsrechtlichen Verfahren ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Und ich bin ein Stück weit erstaunt, weil im sozialgerichtlichen Verfahren wird ja dieselbe Diskussion geführt. Und da wird etwa gesagt, lass uns die ehrenamtlichen Richter bei diesen ganzen technischen Sachen einfach rausnehmen. Dieser Meinung bin ich überhaupt nicht. Also ich meine, da würden wir wirklich an die Grundfesten unserer arbeitsgerichtlichen Verfassung hier die Axt anlegen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Gesetzentwurf aus den ehrenamtlichen Richtern Richter zweiter Klasse macht. Wie ich schon im Eingangsstatement sagte, es geht um ein Recht. Der ehrenamtliche Richter, der vielleicht zu den Risikogruppen zählt, kann sagen, ich möchte dieses Amt wahrnehmen an diesem Tag. Ich möchte aber nicht zum Gerichtsort kommen. Und das muss ich doch respektieren. Ich kann ihn doch nicht vorschreiben. Er möge doch bitte jetzt unsere Sicherheitsvorkehrungen akzeptieren und nicht hinnehmen. Und er möge kommen oder er möge absagen. Ich finde, da erpresse ich den ehrenamtlichen Richter geradezu. Und deswegen bin ich der Meinung,
Es kann überhaupt nicht davon die Rede sein, dass man hier aus den ehrenamtlichen Richtern und Richter zweiter Klasse macht. Kurze Gegenfrage vielleicht, als Berufsrichter muss ich ja auch kommen. Da kann ich ja nicht sagen, ich will nicht kommen. Das geht ja offenbar jetzt nach dem Entwurf nicht. Ja, Herr Jakob, Sie haben ja den ersten Entwurf gesehen, da sind wir ja leichtfertig davon ausgegangen, dass ich auch im Wohnzimmer sitzen kann. Nein, es sollte einfach eine gewisse Würde auch des Gerichtsorts da sein, der auch durch, sagen wir mal, das Umfeld gespiegelt wird. Nochmal zum Beratungsgeheimnis. Ich sehe so wie der Anfragende, das Beratungsgeheimnis muss strikt gesichert werden, aber auch die mündliche Behandlung muss gesichert werden. Und dann wird die Frage aufgeworfen, ja, machen das die ehrenamtlichen Richter? Und da muss ich wieder daran erinnern, ich habe ein Bild von einem ehrenamtlichen Richter, der weiß, was ein Beratungsgeheimnis ist. Ich muss einer Frau Hubbe, die bei mir ehrenamtliche Richterin ist, nicht sagen, was ein Beratungsgeheimnis ist. Und dass die in ihrem Arbeitszimmer hier rein und raus duldet, werden wir beraten, das halte ich für ausgeschlossen. Das halte ich auch von bei jedem anderen ehrenamtlichen Richter für ausgeschlossen. Ich finde, da bevormundet dann auch die ehrenamtlichen Richter ein Stück weit, dass man ihnen nicht abnimmt. Sie würden es hinbekommen, hier das Beratungsgeheimnis einzuhalten. Axel Kämmerer? Vielleicht zur Frage. Also natürlich werden Sie hier unterschiedlich behandelt. Sie sind in gewisser Weise auch unterschiedlich dadurch, dass die Berufsrichter anders als die ehrenamtlichen Richter eben ihren Arbeitsplatz am Gericht haben und dort üblicherweise ein Büro. Also insofern kann man schon sagen, dass aus Gründen der Praktikabilität und der unterschiedlichen dienstlichen Stellung dass darin ein Unterschied liegt. Ich sehe trotzdem gewisse Probleme in dieser Regelung, denn während der richterlichen Beratung findet ja auch eine rechtliche Subsumption statt. Auch die ehrenamtlichen Richter entscheiden ja nicht nach Billigkeit, sondern es ist eine Frage der Rechtsbindung. Wenn nun und alle unterschiedliche Quellen haben, das heißt, der Berufsrichter, die Berufsrichterin sind am Gericht, haben sämtliche Materialien zu finden und die ehrenamtlichen Richter haben diesen Zugang nicht, sehe ich das für problematisch an. Dann ist das ein Unterschied, dann wird das Gewicht zwischen den Beteiligten im Gericht verlagert. Das wird besonders dann deutlich, wenn ich mehrere ehrenamtliche Richter habe und Person 1 sagt, nein, ich möchte zum Gericht, Person 2 sagt, ich möchte auf gar keinen Fall. Das ist dann eine gewisse Schwerpunktverlagerung in der Beratung, die ich für problematisch halte. Und noch vielleicht noch eine Bemerkung zum Ort der Verhandlung. Das ist eben auch das Problem. Wir wissen nicht, wenn die Richterinnen und Richter an völlig unterschiedlichen Orten sind, haben wir keinen einheitlichen Ort der Verhandlung mehr. Und man fragt sich dann wirklich, wo tagt nun eigentlich das Gericht? Das ist aber nur noch eine Fußnote zu der vorherigen Diskussion. Also summa summarum, man kann Unterschiede machen aus meiner Sicht, weil eben Berufsrichterinnen und Richter am Gericht verortet sind. Aber wenn man sie macht, muss man schon darauf aufpassen, dass in der Verhandlung ein Gleichgewicht zwischen den Richterinnen und Richtern besteht. Anmerken, Herr Jakobs? Ja, klar. Ja, Herr Kämmerer hat ganz zu Recht angesprochen, ein gewisses Informationsgefälle zwischen den Berufsrichtern und den ehrenamtlichen Richtern. Das ist richtig. In der ersten Instanz ist es üblich, dass der Vorsitzende einen kurzen Sachbericht erstattet und dann wird verhandelt. In der zweiten Instanz stellen wir das erstinstanzliche Urteil und die zweitinstanzlichen Schriftsätze zur Verfügung. Das ist ein Problem, völlig klar. Aber auch da kann ich sagen, es hilft Technik. Herr Ritzdorf wird es wissen, es gibt das Akteneinsichtsportal. Und wir kamen auf die Idee, dieses Akteneinsichtsportal für die ehrenamtlichen Richter zweckzuentfremden. Und ein Kollege beim Arbeitsgericht Freiburg, mein Kollege Körbitzbacher, testet das zurzeit. Er stellt für ehrenamtliche Richter Auszüge aus den Akten ein, in dieses Akteneinsichtsportal. Damit können die sich über die Technik das abholen. Da kann man natürlich jetzt auch wieder die Frage stellen, wie ist das datenschutzrechtlich? Werden da nicht einfach wieder Dateien auf privaten Rechnern gespeichert? Aber auch da habe ich wieder das Vertrauen in die ehrenamtlichen Richter, dass die wissen, wie sensibel diese Schriftsätze sind.
Und wir sagen Ihnen natürlich, wir müssen diese Schriftsätze sofort nach Verfahrensabschluss löschen. Aber Sie sehen, auch hier erleichtert Technik einfach das Informationsgefälle zwischen den Berufsrichtern und den ehrenamtlichen Richtern ein Stück weit auszugleichen. Man merkt ja an den Reaktionen eigentlich aller Teilnehmer dieser Diskussion, dass es nicht um generelle Technikfeindlichkeit geht, sondern dass es darum geht, den Öffentlichkeitsgrundsatz, die Transparenz von Verhandlungen und den Einsatz von Technik miteinander in Einklang zu bringen. Wir haben, denke ich, auch in der Diskussion erfahren, dass das im Moment nicht so einfach ist, was vor allem an technischen Ausstattungen der Gerichte liegt und auch an Netzgeschwindigkeiten, an Übertragungsmöglichkeiten innerhalb der Justiz. Wenn man mal von der Pandemie wegkommt und in die Zukunft guckt und gar nicht pandemiebedingt, sondern ganz allgemein überlegt, wie kann eigentlich Technik nutzbar gemacht werden? Wie können digitale Übertragungswege nutzbar gemacht werden? Und gleichzeitig der Öffentlichkeitsgrundsatz gewahrt werden. Welche Ideen haben Sie da? Ich fange mal einfach an mit Herrn Rinsdorf, denn mit dem Praktiker. Ja, also ich finde das generell gar keine so gute Idee, muss ich sagen. Also ich finde, man kann das diskutieren in solchen Pandemielagen, wo dann Gesundheitsschutz im Moment noch ein Argument ist, das kann man auch diskutieren, aber das ist für mich gerade eine Situation, in der man, soll ich sagen, das wirklich ernsthaft auch so vertreten kann. Nur in dem Moment jenseits der Pandemie finde ich schon, nochmals für die Kammerverhandlung, nicht für die Güte, finde ich schon, dass es bei dem Präsenzmodell bleiben sollte. Ich finde es falsch, jetzt darüber zu diskutieren, grundsätzlich eine Verlagerung vorzunehmen von der tatsächlichen mündlichen Verhandlung hin zu irgendwelchen virtuellen Räumen. Ich finde schon, dass die Qualität einer Verhandlung mit Realparteien, die aufeinander reagieren können, die miteinander diskutieren können, ungestört und aber auch mit allen Kommunikationsmöglichkeiten, die der Mensch hat, finde ich ein unglaublich hohes Gut. Und wenn ich das so sagen darf, ich finde, man darf das nur so lange überhaupt einschränken, wie man diese Sondersituation hat. Und man darf gerade nicht irgendwie eine Situation schaffen, in der sich das so langsam einschleicht und hinterher sagt man, wir verhandeln gar nicht mehr präsent, sondern wir sind nur noch auf Videokonferenz. Doppelte Freiwilligkeit kann ich immer mit leben, aber dann kommt eben das Thema Öffentlichkeit, da müsste man halt ganz neu denken und müsste letztlich ja so eine Art Tickets machen. Also ich denke zum Beispiel an den NSU-Prozess, der ja neulich jetzt durch 3000 Seiten Urteil zu Ende gegangen ist. Da gab es dann ja auch wegen mangelnder quasi Kapazität, jeden zuzulassen, gab es ja bestimmte Kriterien, nachdem man eben Zugang bekam in solche virtuellen Räume, die müsste es dann geben oder müsste man sagen, es gibt halt ein bestimmtes Kontingent für Fachpresse, es gibt ein bestimmtes Kontingent für allgemeine Presse und dann finde ich schon, also für interessierte Öffentlichkeit, also aus dem, was weiß ich, aus dem Umfeld der Parteien und dann noch irgendein letztes Kontingent, wo jeder sagen kann, ich nehme aber dran teil. Und das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, das auch einzufangen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man quasi Sitzungen in einem Millionenpublikum weltweit überträgt. Das finde ich, wenn man jetzt die Grundsituation von 169 Absatz 1 GVG sieht, finde ich das schon deutlich unverhältnismäßig. Sondern da muss man schon sagen, es geht ja auch immer um Datenschutz, selbst wenn es nicht um Betriebsgeschäfte und Geschäftsgeheimnisse geht. Und deswegen müsste man über so ein Ticketsystem irgendwie arbeiten. Das wäre meine Idee dazu. Okay, das heißt also im Grunde ein Plädoyer für die mündliche Verhandlung und nur in Ausnahmebedingungen davon weg. Wunderbar. Unbedingt. Herr Kämmerer, wie sehen Sie das? Sehen Sie da Entwicklungen, Wege, Zukunft? Ich bin nun kein Praktiker. Ich sehe eher die verfassungsrechtlichen Perspektiven und Grenzen. Aber mir scheint die Öffentlichkeit im Moment, die Verfassung fordert, die das Europarecht erfordert, auf anderem Weg nicht probat hergestellt werden zu können. Ich wundere mich ein bisschen, dass die Gerichtsgebäude mittlerweile so bemessen sind, dass kaum noch Raum für Öffentlichkeit ist. Ich meine, dass auch der Staat bei der Planung seiner Räumlichkeiten diesen Öffentlichkeitsgrundsatz so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wir wären nicht in dieser Lage, über § 114 Absatz 2 überhaupt diskutieren zu müssen, wenn das so wäre. Aber wir sehen hier schon, wir sehen allein schon am Ablauf dieser Videokonferenz, dass es im Moment einfach keine Technik gibt,
die ein öffentliches Gerichtsverfahren in ihrer, seiner Unmittelbarkeit ersetzen kann. Und soweit wir diese Technik nicht haben, muss es einfach aus kommunikativen Gründen bei der Öffentlichkeit, wie wir sie jetzt haben, verbleiben. Und wenn die Technik möglicherweise so fortgeschritten ist, dass man die Präsenz, dass man zwischen Präsenz und virtueller virtuellem Verfahren keinen Unterschied mehr macht, dann kann man darüber nachdenken, ob man zu neuen Formen des Gerichtsprozesses übergeht. Aber die Öffentlichkeit muss mitwandern. Das heißt, wenn das Gerichtsverfahren ins Internet verlegt wird, dann muss man Formen finden, auch die Öffentlichkeit ins Internet zu verlegen, mit all den Problemen, die Herr Rinsdorf gerade angesprochen hat. Darüber kann man nachdenken. Das verbietet das Grundgesetz ebenso wenig wie die EMRK, die im Übrigen ja auch eine wesentliche Quelle des Zügigkeitsgebots ist, wie man weiß. Aber ich gehe davon aus, dass es in einigen Jahren anders aussehen wird als jetzt. Aber im Moment, denke ich, muss man an dem Prinzip der Saalöffentlichkeit festhalten und alles andere sind rechtfertigungsbedürftige Ausnahmen, zu Recht. Okay, herzlichen Dank. Eberhard noch kurz? Herr Natter noch kurz? Ja. Ich kann Herrn Rinsdorf nur uneingeschränkt zustimmen. Ich sagte es am Anfang meines Statements, ich bin ein überzeugter Anhänger der mündlichen Verhandlung. Das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist eine Notfallgesetzgebung. Ich habe mir alle Mühe gegeben, diese Not der Arbeitsgerichte zu beschreiben. Nochmal, beim Arbeitsgericht Karlsruhe haben wir zwei große Säle und zwei kleine Zimmer. Das sind frühere Dienstzimmer, die werden umgewandelt. Wir haben ein Gericht mit 9 Kammern. Da bringt man die Verhandlungen liegen immer in diesen zwei Sitzungssälen unter. Jetzt hat mir der Direktor gesagt, er baut die Bibliothek um, damit er, die ist relativ groß, da kann man das machen, also 3 Sitzungszimmer. Trotzdem wird er in dieser Krisenzeit nicht die notwendige Verhandlungskapazität haben. Es ist eine Notfallgesetzgebung und eine Notfallmaßnahme. Ich finde, da sollte der Gesetzgeber den Mut haben, bezogen auf diese Krisensituation zu handeln. Er sollte sagen, ich traue es den Bundesländern zu, die die Technik haben oder einsetzen können und auch den Richterinnen und Richtern, die sagen, ich nutze diese Technik, das sind nicht alle, hier eine Chance für eine alternative Kommunikation. Und ich würde persönlich niemand zwingen, an einer solchen Videoverhandlung teilzunehmen. Ich würde aber in geeigneten Fällen sehr dafür werben. Okay. Deshalb der Blick in die Zukunft. Ich wäre genauso skeptisch wie Herr Rinsdorf. Ich würde mir den 128a vorstellen, aber dann mit der Technik, die er braucht. Wir haben in Baden-Württemberg große Sitzungssäle mit entsprechend auch großen Bildschirmen. Und wenn man die nutzt, dann könnte man in den Fällen, in denen die Parteien sagen, ich muss von Berlin nach Stuttgart fahren, könnte man sowas nutzen. Aber dieses Gesetz ist nur auf diesen Sonderfall bezogen. Okay, ja, herzlichen Dank. Das war auch ein Schlusswort, das passt. Ich gebe nochmal das Wort an Matthias Jakobs was die Anwaltsbescheinigung angeht. Unter anderem. Also ich habe noch 3 Punkte. Zunächst mal ein großes Dankeschön und das allergrößte Dankeschön geht an die 4 Referenten, die innerhalb kürzester Zeit diese tollen Vorträge vorbereitet haben und uns ermöglicht haben, diese erste Online-Tagung durchzuführen. Und es gibt ja leider keinen echten Applaus, den können wir jetzt auch nicht einspielen. Es ist ein virtueller Applaus, aber der ist Ihnen auf jeden Fall sehr gewiss. Zum Dankeschön gehört auch ein ganz großes Dankeschön an unsere Technik hier, an Sven Störmann, den Geschäftsstellenleiter des Arbeitsgerichtsverbands und an Yannick Matern. Und ein drittes Dankeschön geht an die Bucerius Law School, da sie uns das Videostudio hier zur Verfügung gestellt hat. Dann zweiter Punkt, Sie möchten natürlich wissen, wie Sie an Teilnahmebescheinigungen hier kommen. Sie müssen im Internet aufrufen darbgv.de, also darbgv, Abkürzung für Arbeitsgerichtsverband.de, / Bescheinigung. Der Link ist noch, glaube ich, eine Stunde etwa offen. Und dort müssen Sie folgende Ziffer eingeben, 22565. Also darbgv.de. / Bescheinigung. Slash, ne? Slash. Mhm. Und dann 22565. Wer das jetzt nicht mitschreiben konnte, kann mir eine E-Mail schreiben. Er kriegt dann von mir sofort eine Antwort oder jedenfalls in 5 Minuten. Und der dritte Punkt, das haben auch schon einige im Chat angemerkt, das wussten wir natürlich schon vorher, Birgit Voskühler hat heute Geburtstag und hat trotzdem moderiert. Und dazu wollen wir ihr ganz herzlich gratulieren.
Und dazu kriegt sie noch einen kleinen Sommerblumenstrauß. Herr Vogels, wir müssen mit Abstand jetzt hier. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie zugehört haben, dass Sie teilgenommen haben. Wir sind gespannt, ob wir so ein Format nochmal anbieten können. Hängt vielleicht auch vom Feedback ab, was wir bekommen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und ein gutes Nachhausekommen fällt ja jetzt weg, aber auf jeden Fall einen schönen Abend. Danke. Herzlichen sehr. Dank auch nochmal von mir an alle. Schönen Abend, machen Sie es gut. Ja. Die Tschüss. Zuversicht.